Endlich bin ich richtig. Ah. Hallo Specki. Das werde Licht. Servus. So, jetzt brauchen wir noch Ruby und dann könnten wir echt gleich einen Zeus rufen. Ach, schon du bist ja schon ausgerüstet, soweit ich das sehe. Ja, das bin ich. Hast du dir gerade frisch gezogen oder musst du noch? Nee, ich bin so gespawnt, tatsächlich. Ah, das ist sehr gut. Geh mal durch, du müsstest, was hast du für eine Kniffe? Eine stinknormale DMT. AT4 oder ein Grenadier? Warte, ich schau's gerade. Stinknormale AT4, nicht AT4, M4. Ja. Okay, wie viele Magazine hast du im Rucksack? 6. Ja, ist ein bisschen wenig, da darfst du nachher ruhig gerne auf 10, 12 hochrüsten. Normale Granaten, Rauchgranaten, jeweils 2. Nur 1? Jeweils? Ja, kannst du ruhig 2 mitnehmen. Alles klar. Und wie viel wiegst du im Moment? Ich bin auf 30,55. Da passt noch was rein. Wo ist mein Lastenesel? Das wieg ich eigentlich. Ja, ich habe ziemlich viel verbraucht das letzte Mal. Ich habe gerade einen Radiocheck durchgeführt auf unserem Funk. Hast du es mitbekommen? Noch nicht. Bist du auf Kanal 3? Ja. Funkcheck Kanal 3. Guter Check, Funkcheck Kanal 3. Dicky. Kommt an. Perfekt. So, jetzt werde ich mal schauen. Ruby kommen. Da, Smokey, servus. Wir suchen nach Ruby. Wird gleich hergebien wahrscheinlich. Hast du TL-Zeug? Noch nicht, aber ich muss ja heute sowieso neu ziehen. Ich bin ja ab heute AR. Ist auch mit Schneiders abgesprochen. Alles klar. Pinkt ihr dann, oder was? Genau, sobald Ruby da ist, weil der muss ich auch noch ein bisschen was ziehen. Check. Das heißt, eigentlich kann ich ein Zeug schon mal rufen, was soll's. Jo. wieso kann ich kein Zeus rufen? Soll ich ihn rufen? Ja, drück mal Z, bei mir geht irgendwie Z nicht. Hab ich über meinem Namen einen Rang stehen? Einen Rang nicht, nee, nur deinen Clantech. Clantech ist okay. Sag ich mal Schulter. Geht. meldest du dich halt bei Funk dann, wenn du fertig bist? Ja. Hast du gerade einen Zeus gerufen? Ja, einmal. Und bei dir hat es auch Ping gemacht, oder? Ja. Irgendwas ist auch komisch, das Funken hört sich bei mir strange an, es knackt ganz merkwürdig. Okay. Ah, jetzt geht der Zeus, jetzt geht's. Keine Ahnung, was da gerade los war. Hallo. Servus. Wer 20? Wir brauchen Fahne und einen Ruby brauchen wir auch noch, wenn er schon da ist. Die Flagge steht zwischen euch oder braucht ihr noch was? Ich verteile gerade Flaggen. Aktuell sind 3 im Umlauf. Bei Elbe 4 ist eine, bei 3-1 und bei Elbe 3. Oh, da ist er. Okay. Braucht ihr gerade noch was? Das war's jetzt erstmal. Ich brauche nachher noch eine TL-Ausrüstung. Die wird hier nicht drin sein, oder? Doch, das ist eine Flagge. Scrollen. Check, du kriegst eine Flagge. Ich brauche kein TL-Gear, sondern ich brauche ein AR-Gear und dazu noch die TL-Ausrüstung, weil ich heute für ein TL übernehme. Achso, dann die AR-Ausrüstung kriegst du ja da raus. Mhm. Und Zeug, was ich aufheben will, schmeiß ich jetzt dabei mal auf den Boden, da läuft es ja nicht weg. Nee. Sammel mal deine Jungs da oben und tauscht Munition aus, wenn ihr was braucht. Medic-Sachen. Und dann Sicherung West. Ja. Genau, Cheese ist schon da oben, glaube ich. So, in der kleinen Box da nicht von der Aufschrift überwirren lassen. Oh, alles klar. Was anderes? Wo es gerade mal durchgehen, was ich behalte und was wegkommt. Das ist alles Medic-Zeug. Ach, das kann man eigentlich behalten. Oh, weg ist er. Wie
Wieso habe ich zwei Feuerzeuge? Na egal. Robert hält besser. Ja, eins kriegt doch mein Nachfolger. Passt schon. So, wo bleibt jetzt Ruby? Na egal, ich werf mein Zeug schon mal auf den Boden, es läuft ja nicht weg. Hoffentlich sieht mich so keiner Krypten. Wir haben ein neues Gear-Ziel, bevor es einer sieht. Ich hab mal einen Screenshot gemacht. Für den Fall der Fälle. Letztes Mal durchgucken, die Medic-Ausrüstung habe ich jetzt fast 3 Jahre mit mir rumgetragen, weil ich irgendwas übersehen habe. Ja, das ist alles Standard-Ausrüstung, die kann ich einfach lassen. Das heißt, die M18 wäre wieder auf dem Boden. Ich weiß nicht, ob ich eine M18 kriege, wenn ich hier was Neues nehme. Ich habe mir halt jetzt nochmal die Rifleman. Das Rifleman Loadout gezogen, aber hat sich nichts verändert bei mir. Denke ich auch. Hallo. Servus. Hallo. Ruby, da liegt deine Medic-Ausrüstung. Die Zigaretten und so, das nehme ich mir. Ich hab's bloß mit dazu geworfen. Specki, ich stell mal deinen Funk ein. Soll ich denn mit meiner Ausrüstung dann hin? Kommt gleich. Du musst nur an den Haufen und neues Loadout ziehen, was du brauchst. Also Medic. Dann den Rucksack kaufen. Nee, jo, check. Nee, nichts rausnehmen. Er nimmt mein Gear, weil da ist alles schon vorgeladen, sonst muss er das einzeln zusammenklauben. Ach so. Und okay. Du weißt, wie viele 100 Sachen das beim Medic sind. Ja, ja, klar, alles klar. Aber Beeilung, geht bald los. Also für dich ist Rucksack, Weste und Dings, also die 3 Kleidungsstücke, die kannst du einfach ziehen. Ja, ich habe jetzt trotzdem das Standard-Loadout genommen und tausche dann aus. Ich guck gerade. Ich glaube, ich habe sogar von allem mehr, als du in deinem Rucksack gerade hast. Jetzt sind wir heute effektiv zu dritt. Genau. Perfekt. Brauchst du noch eine Schaufel oder kann ich mir die nehmen? Schaufel habe ich. Hast du auch 2 Getränkeflaschen? Weil dann nehme ich mir die 2. Nee, ich glaube, ich habe nur eine. Nimm dir 2, ist Medic, brauchst du das. Brauchst du einen Klappspaten? Jo, check. Und ab heute gibt es wieder gebrochene Knochen. Echt? Hab ich gehört. Na, hoffen wir es mal nicht. Dicky, geh mal da an die Sandsackstellung und Sicherung Richtung 255 circa. Sicherung 250. Ihr Plugs nicht vergessen, die müssen wir reinlegen, weil wir neues Gear haben. Ja, verstanden. Denkst du, meine sind noch drin? Ja klar, ich habe auch keinen. Ja. Egal. Specki, mach echt hier Funkgerät und so. Ja, geht bald los. Also ich habe jetzt alle Auto-Injectors aus dem Backpack in Weste und Uniform gepackt. Das ist das Wichtige, oder? Genau. Also im Rucksack Saline, Verbandsmaterial und vielleicht noch Munition, damit die Leute und Tourniquets, das sollte im Rucksack sein. Da liegen noch Ohrenstöpsel.
Ja, die brauche ich nicht. Ich hatte schon welche. Weil ich habe es anders gezogen, das Zeug. Ach ja, Kniffe sichern. Jetzt kann ich nicht meine Funke einstellen. 3-3 sind wir, oder? Also Kanal. Genau. Achtung, Feind klärt auf aus Richtung Feind West. Squadstärke. Ich bin noch gar nicht auf dem Kanal, ich komme gleich. Okay. Ja, Feind drückt an aus West in Squadstärke, Aufklärer. Ebenfalls Richtung Spuren 4. Funkcheck Kanal 3. Jo, komm durch. Da ist ja ein Parsaline in deiner Weste drin gehabt, wa? Du solltest ungefähr 10 Liter haben, das müsste reichen. Ja, 25 halbe und ich glaube 10 ganze Liter. Funkcheck-Kanal 1. Ne, 4 ganze Liter. Also ein bisschen Bravo bist du... sich auf 3-1 an, Sendung 3-1 für 3-4 Bravo, komm. Also ich glaube 16 Liter habe ich aktuell. Ja, das ist ein bisschen viel. Also 1 Liter Packung brauchst du nicht so oft, weil die meisten gar nicht so schön brauchen. Zugeordnet, ja, wir stellen die waren in dem Standard-Ding mit drin, die behalte ich jetzt erstmal. Check, herzlich willkommen. Ja, wir verlegen uns hier noch ein letztes Mal. Dass wir wirklich alles haben. Was hast du? Wo schießt du? Bleib hier, Bauer. Das ist ein Check. Ja, ich hab jetzt das Feuer. Achso, deine Munition war wahrscheinlich bei dir im Rucksack, ne? Genau. Eingepackt. Außer du brauchst die Granate, du kannst nachher eh wegnehmen. Nee, passt. Ich bin jetzt bei 39,8 Kilo. Ja, auch nicht bei 38 noch was. Und hast mich wenigstens vermisst. Ja, immer. Für mich jeden, der nicht da ist. Juhu. Ihr könnt hier mit zu Dicky und ja, Feind klärt auf. Wir kämpfen einfach. Für dich als Duo, wie gesagt, ich bin auf der 3-1 immer erreichbar. Check. Und meine 2 ist als stiller Zuhörer auch auf dem Kanal mit drauf. Alles ist klar. Ja. Kanal. Check. So, ich ruf mal ein Zeus, dann kann er alles hier löschen. Wir sind hier soweit fertig, oder? Jupp, check. Okay. Specki, komm mal her. Ja. Moin. Du kannst alles löschen, lass mich noch einen Blick werfen. Moment, wieso kann ich nicht reinschauen und dann kannst du... Kann das hier alles weg? Ja, kann alles weg. Ja, nein, also, weiß nicht. Kann weg, muss weg. Kann weg. So. Dein Einermann sitzt hier, Feind klärt auf aus der Richtung und wahrscheinlich hier. Check, dann machen wir hier noch einen zweiten Graben und dann passt das. Alles klar. Wo ist Dicky hin? Auch wird wahrscheinlich von Feind sein, Balek, Richtung 208. Ruby, Dicky, meldet 08, euch mal das bei dem schweren MG. Ja, das wird schon Feind gewesen sein. Hauptsicherungsrichtung auf jeden Fall so 220 circa. Ah, ich muss ein bisschen weiter nach links, der Hügel ist im Weg. Zu dem schweren MG noch hinkommen oder? Check und pack die Schaufel aus, wir heben hier noch einen zusätzlichen Graben aus. Ich bin links von dem schweren MG. Der Typ, der so fleißig gräbt. Soll ich dir helfen graben? Genau. Schau, dass du ein bisschen hinterm Hügel bleibst. Und bin auch dabei. Wunderbar. Schaufeln raus. Stellen wir noch einen schönen Graben. Wie viel Gramm denn? Ist wie viel Prozent ungefähr? Ja, 2/3. Ich schau zwischendurch mal, wann da noch auflegen können. Ja, check.
Ich meine, wir haben hier das M240, wenn wir dem ein bisschen zusätzlich Deckung geben, der freut sich. Ja, auf jeden Fall. Danke, danke. Nicht am rechten graben, den linken, der noch nicht da ist. Ich glaube, ich grabe gerade am rechten, kann das sein? Ich habe eigentlich bei dem, wo hier die Lücke ist, gegraben. Genau. Ja, das glaube ich woanders, wo ich da jemanden graben höre. Ach ja, Cable Ties. Ich weiß nicht, wie viele Cable Ties du dabei hast. Ich hatte 5 Stück, aber wir haben im ganzen Leben keine 2 gebraucht. Also ich habe das bei mir jetzt gleich mal auf 2 runter, aber die brauchen auch fast keinen Platz. Ja, ich muss gleich mal gucken. Ich schau mal, ob es reicht zum Auflegen. Ja, aufhören, das ist genau recht. Leg, jo, ich hab die 5 Cable Ties. Genau. Leg dich, such dir mal eine Stellung, wo du gut auflegen kannst. Ich gehe auch noch in Stellung. Gegner wurde von da bis da gesichtet. Verschuss. Ja, in der Richtung. Ja, jetzt hat er seinen AR 5 Sekunden und hat es noch nicht eingerichtet. Toll. Mein AR-Reifel ist mit dem leeren Kopf. Welch hat eine large amount of blood loss. Soll ich mich da mal drum kümmern? Ja, schau dir den gleich mal an. Ich guck auch mal kurz rein. Verbindest du mich oder? Jo, ja, wir haben den neuen Medic, das ist Ruby. Ich mach hier mit dem schweren, mit dem leichten MG. Wo ist mein Treiber? Das hat keiner mitgenommen oder kaputt ist was? Ja, ich verbinde dich jetzt aufgehen. Weg. Ah, ihr seht nicht, der steht da, Ruby, auf dem kleinen das Hügel. Das ist eine relativ kleine Wunde, da kannst du gleich mit Elastik anfangen und nachnehmen. Ruby, meinst du, dass du noch mehr Handy bist? Hab nur einen erkannt. Der liegt, passt. Ja, ich hab einen getroffen. Ruby, du kannst ihm noch mal einen Liter Blut geben und am besten noch Fentanyl, dann ist er wieder voll einsatzbereit. Blut ist dran, drin. Hat auch ist aber noch aktiv. Er ist noch ein Stückchen nach hinten weg, erstmal halten. Danach. Ich hab 3 Magazine 6, noch. 6 Gurte hab ich für dich noch. Ich glaube, mein Surgical Kit ist bei der Inventartransformation verloren gegangen. Oha, das ist nicht gut. Ich habe leider auch keine. Schau mal, wenn das absolut nirgends ist, dann musst du einen Zeus rufen, weil ohne Surgical Kit bist du ein bisschen pointless. Ja, ich schau nochmal, ob da irgendwas liegt an der Seite, vorsichtig. Das hat er gelöscht, das ist nicht mehr da. Achso, ja, dann ping ich mal eben. Er soll dir das Surgical Kit gleich ins Inventar legen. Jo. Guck mal, siehst du, da bist du wenigstens verletzt worden mit dem Sunny im Hintergrund. Das, so muss das sein. Genau. Aber was mich wundert ist, wo mein Treiber an ist. Ja, meins ist gestern auch verschwunden. Ich wir rufen jetzt gerade ein Zeus, ihr könnt das Treiber ja gleich mitbestellen. Ja, danke. Ruby, du hast gehört, wir brauchen noch ein Dreibein für das M240. Gebe ich mir den Bestellung. Ich vermute mal, das ist irgendwo beim Graben kaputt gegangen, weil das steht ein bisschen weit vorne, glaube ich. Also wenn du das Dreibein irgendwo auf eine Struktur draufstellst, dann glitscht es sehr oft durch und dann ist weg. Ist mir in meiner M240-Zeit mal passiert, als ich es auf dem Felsen gestellt habe. Plupp, rein, weg war's. Ja, ich hatte nur 3 Missionen in M240 mehr in meiner PV1-Zeit. Ja. War aber witzig.
kann witzig werden. Einer von Bravo sitzt hier. Cäsar, kannst du ja. Lade ihn mal. Axor. Hört. Hat Kuh eigentlich schon wieder 3-7? Nee. Ja, bitte. Ich bräuchte einmal ein Surgical Kit und drei Beine ist weggeglitscht. Hier bei dem M240. Bei 3 4 Bravo kann ich nicht angekommen. Drei Beine. Und was war's weiter? Surgical Kit für Ruby. Das bei dem Inventartauschen verloren gegangen. Was da am Knacken ist, ist wahrscheinlich Fahrzeugkontakt auf der Straße. Da war eben was. Ich sage, dass das Fahrzeug bekämpft worden ist. Ja, ja. Alec und Naxo, ihr habt ja die Gegend im Auge, weil ich muss kurz mal in den Tauch kommen. Ich habe erst seit 2 Minuten meine Ausrüstung. So, wo ist der Medi? Wer kriegt das? Hinter dir. Ruby. Ich bleib da stehen, ich pack den immer so. Was ist das jetzt haben? Jupp, check, danke. Ist das Richtung 255? Ja, so ungefähr. Ja, ich habe so einen dicken Baum vor mir, den kann ich nicht sehen. Ruby, du hast jetzt gesehen, dass Walek noch gelb beim Blutstatus ist. Gelb bedeutet, dass ihm irgendwo zwischen 0 und 250 fehlt. Also 750. Also normalerweise gebe ich da kein Blut mehr. Wenn du eine 250er Saline dabei hast, dann kannst du ihm die noch reindrücken, weil das ist immer harmlos und die hat man halt nie dabei. Ja, ansonsten sollen sie einfach damit lernen, mit ein bisschen Blutverlust zu leben. Ja, und vor allem, genau. Falls du das nicht hast, die Wasserflasche gibt genau. Ja, ja gut, genau, aber die Wasserflasche braucht eben EMG-Schützen zum Wasserkühlen. Ne. Nicht? Bringt das nix? Doch, aber ne. Okay, Ruby Kniff in die Hand. Hat also der Zeus, der hat keinen Namen. Roter Rauch Richtung 180. Schmecki, guck mal ein bisschen auch nach links. 3-3 hat roten Rauch auf Stellung. Check im Auge. Du Ruby, auf guck mit mir Richtung links, Weg. Richtung roter Rauch. Ja. Dann. Das brauchen wir für den Weg, ne? Ja, ja, also einfach die Sicherung Richtung. Ruby, du schaust scharf nach da links, da kann ich nicht gescheit auflegen. Ich behalte es ein bisschen mehr mittig im Auge. Jupp, mach ich. Frage Dicke, wo bist du? Also falls du es jetzt eben nicht mitbekommen hast, 3-3 hat jetzt einer Team. Hat er sein Funkgerät eingestellt? Mit Kura. Hört mich Dicky? Jupp. Ah ja, wo bist du denn? Sicher gerade 260. Bin direkt neben euch. Ah ja, ich hab dich nie auf der Funke gehabt. Kontrollier mal Funkcheck. Ich heb mal auf Kanal 3 einen Funkcheck durch. Jupp. Funkcheck Kanal 3.
nicht angekommen, du redest, aber ich sehe es nicht. Ja. Radio hat sich verändert nach dem Loader Chain. Ah, das kann sein, ja. Okay, du gehst auf Block 3, Kanal 3 und meldest dich. Bin wieder weg. Standen. Dicke Funkcheck. Funkcheck kam an. Komm mal rüber zu Udi und sicher mit ihm in die Richtung, wo er guckt. Verstanden. Smoke, ich hab Ruby und Dicky auf meine linke Seite rübergezogen. Damit ist deine Aufgabe, deine Befehl rückgängig. Check. Info für euch, wir warten auf Able 1. Sander klopft jetzt den Feind etwas weiter. Ich würde ja wahnsinnig gerne noch eine Stellung auf der linken Seite von diesem Hügel hier ausheben, aber. Steht eins auf dem Boden dran. Kann man da bei euch anständig auflegen? Ich glaube, man guckt mit der Knifte dann in den Graben rein. Ja, das denke ich auch. Aber lass uns mal weg. Ich grabe mal etwas kleiner, dann kann man vielleicht vernünftiger auflegen. Ja, gut, verstehe ich Leute. Ich bin der deutschen Sprache nicht mächtig. Also niemand. Ihr guckt mal weiter. Jetzt sehe ich auch warum. War das das Falsche, Leute? Nee, passt. Das passt? Ja. Ja, ja. Ja, alles gut. Vielen Dank. Ja, ich glaube, bei mir geht's so. Chicken Nuggets. Wer steht in der Mitte von uns? Wo? Das bin ich, Dicky. Okay, Dicky, sobald du auflegen kannst, sagst du Stopp. Hey, das war Stopp. Ein bisschen muss ich noch runter, dann kann ich auch auflegen. So, jetzt probieren wir es nochmal. Ja, wieso kann ich nicht abbrechen? Also heute hat mein Armer wirklich den Vogel. Ja, ich bin so aufgegangen und wieder hingegangen jetzt, und jetzt wieder nicht mehr. Ohne. Ich bin ein bisschen nach rechts gegangen, vielleicht kannst du jetzt auflegen. Ja, hier geht's, check. Ja, perfekt. Noch ein Graben aus, Trick 17, ich fange ihn an und dann gehe ein paar Schritte zurück und grab von hinten. Ruby, du kannst mir tragen helfen, Dicky, du behältst die Gegend weiter im Auge. Wie lange noch, bis wir hier weggehen? Ich habe eben mal geguckt, Specki, wir sind noch nicht auf Phasenlinie mit allen Platoons. Ah, ja. Guck auf deinen C-Tap-Marker, auf deinen C-Tap und du siehst, dass Able 1 am C-Tap angekommen ist, also an der Faceline. Geht's weiter. Das war die Antwort, die ich gebraucht habe. Ich arbeite zu wenig mit dem C-Tab. Ich arbeite zu viel, glaube ich, damit. Ja, heute war aber auch einfach alles neu. Also neue Ausrüstung, neue Teammember, dann noch als TL einspringen.
bei dem Gramm gehen wir hoch bis Anschlag. Ja. Hör mal auf, ich glaube, das könnte reichen. Was ist denn heute los? Ich muss 5 auf Escape drücken, das aufhört zu buddeln. Okay, hier ist noch ein Stückchen besser. Also, Ruby, du bleibst links neben dem schweren MG bei Naxor oder Walek. Und Dicky, du kannst mit mir hier in Stellung gehen, wo du gut auflegen kannst. Verstanden? Ja, verstanden. Specki, wichtiger ist immer eigentlich 220, diese Senke. Ja, wir hatten aber vorhin Rauch aus der Richtung und auch Beschuss. Ja. Ist das geklärt? Das ist geklärt. Dann ist es anders, dann guck mal dahin. Mehr so genau die Richtung, dass die nicht über die Hügel sich an 3-3 ranschleichen. Check. Dicky, du hast gehört. Weiter rechts. Ich deute nochmal hin in die Richtung. Ich muss nochmal den Hügel ein bisschen runtergehen von der Höhe her. Das ist ein bisschen zu hoch geworden. Eigentlich ist es der Traumposten. Ersatz-TL mit dem Assault Rifle. Mit dem Automatic Rifle. Richtig geil. Auflegen. Hab tatsächlich begrenzte Sicht von hier auf 231. Ja, die Sicht hier ist generell nicht so toll. Mut zur Lücke. Mit anderen Worten, wir schießen in die Lücken rein, wo wir was sehen können. Obi, versuch's mit Auflegen, da bist du eigentlich mit am besten geschützt. Ja, ich habe gerade versucht, da hatte ich mich so gefühlt, als wenn ich hier oben irgendwo im Nichts auflege und dann einfach nur sichtbar bin, komplett. Ja, auflegen ist eine Kunst. Dicky, ich lasse dich trotzdem mal drüben. Du siehst aus einem anderen Winkel in dieses Gebüsch rein wie wir, vielleicht hilft's was. Welche Richtung? Ungefähr. Ja, wie gesagt, ich habe sehr begrenzte Sicht auf 231 und 230 sehe ich eigentlich gar nichts. Dann such dir irgendeine Stelle, wo du gut was sehen kannst. Hauptsache, du siehst irgendwo ein bisschen in die Tiefe. Ja, dies ist der Fall. Das passt schon. Specki, juckt schon in den Fingern. Ich durfte vorhin schon einmal ein bisschen rumholzen.
Aber ich brauche dringend eine Ausrüstungsbox, weil das ist ja der größte Schwachsinn, was ich im Rucksack nach dem Spawnen habe. Du spawnst halt echt mit zwei Incoming. Incoming! Incoming! Ablegen! Naja, Doc ist heute nicht da, ich bin eigentlich ganz beruhigt. Ja, genau. Einiges rüber. Sehr nah dran. Ich guck mal kurz, ob was sich tut. Die anderen bleiben noch kurz unten. Ja, ihr könnt wieder hochkommen. Schaut normal aus. Incoming-Meldung aufgehoben? Fragezeichen. Ich denke. Jeder da drüben haben wir eigene und wir gucken einfach mal hier, was wir sehen. Ja. Jeder guckt in den Winkel, wo er gut was sieht, dann sieht schon irgendeiner irgendwas Wichtiges. Ja. 3-1, wir laufen los auf unseren Marker. Alpha, Bravo und dann 3-4. Sammeln Go. Bei Smokey. Gehört. Wir sind da. 1 geht. 3 geht ihm mit. Speck ihm ein bisschen Spacing, ja. Kommt ihr? So kommt. Kannst du dann 2 geht sagen, wenn Specki 1 geht sagt? Ich hab schon 2 kommt gesagt. Ja, ja, das ja. Passt. Nee, nur fürs nächste Mal. Ja, wenn du gut. Kommst, dann aber nicht auf meine Schuhe. Ja, das habe ich schon bemerkt, dass das ein bisschen falsch war. Blöde Sprüche muss mich ja aus. Incoming hinlegen. Hinlegen, ablegen, incoming. Abstand halten, rollt euch mal ein bisschen weg von mir. Langsam vorrobben. Sollen wir trotzdem weiter vor oder erstmal halten? Erstmal halten. Zur Klärung, Ruby, du bist 3, du gehst mit 2. Verstanden. Das heißt, Dicky ist auf meiner linken Seite und Ruby auf meiner rechten. Let's go, weiter geht's. Weiter geht's. Specki, alle grün. Frage, Status grün. Alpha geht und Alpha grün. Alle grün. 3 grün. Eins geht. So geht. Back. 3 geht, Drop geht. Die 2 ticken weiter weg, die 3 ticken näher ran. Ab jetzt Fledermausland. Hoch und langsam. Waffen hoch, Fledermausland. Post. Geht mal da nach rechts zu dem Baumsturm und guckt mal Richtung Hütte. Specki, zu. Komm mal vor. Setz dich mal mit Bravo da links an die Anhöhe. Check. Falscher Funk. Folgt mir mal, wir gehen jetzt links von Alpha in Stellung an der Hügelkante. Bin hinter dir. Check, wir gehen an den Stein. Smoky ist etwas links an dem Stein, der aus deiner Perspektive nicht sehbar ist. Glaubst du es? Kommst du auf eine Taste und schon legst du dich hin. Wir haben gutes Licht auf die Hütten, die sehen erstmal umgesetzt aus. Check. Welche Richtung sichern wir? Ihr sichert in die Richtung, ich sichere Richtung Hütte. Ja, check.
Dann gehe ich mal hier hinter dem Stein am Baum. Check. Dicky, wenn es geht, geh ein bisschen nach hinten hinter den Stein. Und dann sicherst du Richtung 230, ganz grob gesagt. Incoming, Incoming. Ablegen. Wieder aufnehmen. Drei, vier, komm mal auf meine Seite nach links. Verlagere deine Sicherungsrichtung mal Richtung 255. 255, verstanden. Sehr schlechte Sicht von hier. Schauen wir, ob du aus meiner Stellung mehr siehst. Die 255 musst du auch nicht auf die Nachkommastelle genau nehmen. Hauptsache die grobe Richtung stimmt. Von hier gut sicher. Specki, komm mal mit deinem MG rüber. Links. Ich hör dich. Ah, gekreuzt ohne zu warnen. Was gibt's? Guck mal die Waldschneise entlang. Check. Hab's im Auge. Smoke ist euch die anderen da lassen, wo sie sind? Die eigenen sind dann Richtung 140 aktuell. Ja. Ich bin hier zu einer neuen Sicherung abkommandiert worden. Teilt unter euch auf, wer Richtung 230 und wer Richtung 270 sichert. Good Post. Beide rollt an. Wir verlagern unsere Sicherung Richtung Südwest, 220. Ich hab 270. Ich glaube, ihr meint, dass ihr Check, verstanden. Check. Wir bleiben. Erstmal. Achso. Ja. Planänderung. Verlegen zu 3-2 auf deren Funkkreis. Die brauchen Unterstützung an der Straße. Die sind da im Punkt durch ein Maschinengewehr, das sollte countern. Check. Jetzt verlegen. Na dann. Bravo meldet sich aus Funkkreis ab, sind auf 3-2 abgezogen. Check. Die ganzen Bäume hier sind schon stressig. Ja, kann man nicht weit sehen. Post, dann müssen wir umdisponieren, dann kommen wir links von Bravo auf meine Position. Nur eine sehr grobe Sicht auf 270. Komm. Check, so verstanden. Ja, ähnlich in meine Richtung, aber ja, ich glaube, da ändert sich hier im ganzen Wald nicht viel. Frage übernimmt dann Schieß meine Position. Nee, du sicherst weiter in die Richtung. Check. Einfach aus, Kamak. Guck mal hier, Post.
Dicky, bei euch alles Knocke. Geht sehr gut. Ihr dürft euch nicht wundern, wenn Schieß und ich da so uralte Kommentare verwenden, die sich anhören, als wären die 1960ern geboren sind. Ich glaube, Schieß ist sogar aus den 1960ern, aber ich glaube nicht. Ja, das ist gut. In meiner Altbauwohnung nicht mehr diese Riesenhitze. Dreht eure Sprachlautsprecher auf Entfernung runter. Nee. Dann musst du eine Standard legen und das Tab festhalten und dann mit dem Mausrad kannst du drehen oder so einen Balken in der Mitte des Screens auftauchen. Das kommt dir nur so vor, aber vielleicht ist auch eine Sonne, ach, eine Wolke vor die Sonne. Ist der Typ eigentlich weg, der diese komische Granate geworfen hat? Zur Klarstellung, alles was vor uns ist, kann nur Feind sein, also mit anderen Worten Feuerstatus grün. Aus welcher Richtung, in welche Richtung guckst du auf die Gebäude? Mach mal eine Gradangabe. 270 das zweite jetzt, Specki. An den Gebäuden. Was meinst du? An den Gebäuden ist das zweite jetzt. Check. Das oh, zweite ist an den Gebäuden. Soll ich meine Sicherungsposition verlassen und eine andere einnehmen, oder? Gerade, ich glaube, Smokey hat mir gerade was erzählt, was nicht stimmt. Wenn der aufsteht, Smokey? Kannst du Richtung 210 gucken. Reicht drauf. 210? Ja. Jo, was gibt's? Richtung 270, da sind so mal Blechhütten, da ist 2 garantiert noch nicht. 270? Naja, von Ruby aus. Von
Na, wie heißt der Dicke aus? Oder Bretterbuden, irgendwas. Ah, kümmert sich das zweite drum. Okay, wir brauchen Richtung 270 nicht mehr sichern. Also alles, was Smoky gesagt hat. Verstanden. Bin jetzt auf 210. In die Bretterbuden dürfte jetzt gleich Able 2 vorrücken. Machen die Ferien. Ja, erste Woche habe ich im Prinzip nur geschlafen. Jetzt am Ende der zweiten Woche bin ich natürlich auch endlich im Ferienmodus angekommen. Ich habe jetzt heute und gestern erstmal die Wohnung aufgeräumt, umgeräumt und irgendwie die Sachen gemacht, die ich einmal aufgeräumt habe. Nachdem es im Moment ein bisschen ruhig ist und euch wahrscheinlich ein bisschen Smalltalk nicht stört, ja, weil ich das Motorrad Dicky, darf ich fragen, wie du zur Arma gekommen bist? Also, was soll ich sagen, ich habe erstmal privat angefangen zu zocken. Dann habe ich mal eine kleine Casual-Gruppe gefunden. Und jetzt bin ich hier, 100 Stunden später, und sichere 210 ab. Also wirklich nach allen Begriffen noch ein Arma 3 Neuling. Ja. Also, was das hier jetzt angeht, ja. Was ist das? Du bist in Arma immer ein Neuling, bis du mindestens 1000 Spielstunden auf dem Buckel hast. Und selbst dann lernst du jeden Tag was Neues. Und Rui, wie schaut's bei dir aus? Was hast du vorher in Arma 3 gemacht? Ich habe schon seit Operation Flashpoint bin ich schon dabei, aber auch immer nur so in Casual oder kleinen Gruppen. Das heißt, die 101. ist auch meine erste größere Unternehmung. Ja, hier so ähnlich. Ich habe mir irgendwann kurz bevor DayZ für Arma 2 rauskam, glaube ich, für 4,50 Euro Arma 2 gekauft und bin dann seit damals immer so in Casual-Gruppen dabei. Und bis vor 3 Jahren, da bin ich dann irgendwie bei Hügis Twitch-Kanal hängen geblieben, habe mir gedacht, das probierst du jetzt einfach mal aus, kann nicht schief gehen. Ich glaube, ich war auch bei seinem Twitch-Kanal, bin darüber drauf gekommen. Ach, der geizige Zeus hat mir kein Fernglas gegeben. Naja, dann halt nicht. Ich hab keine Zigaretten. Ein paar Zigaretten habe ich noch. Nee, das war ein Spaß. Ruby, hast du dein Feuerzeug gerettet? Ich glaube nicht. Alles voll. Ich hatte ja eh keine Zigaretten mehr, also von daher. Ja, wenn wir welche brauchen, wir kriegen immer irgendwo her welche. Darf ich mal fragen, wie lange ihr schon dabei seid bei der 101? Also bei mir werden es jetzt in 2 Monaten 3 Jahre. Dumm habe ich ehrlich gesagt auch den Medic gewechselt, weil 2,5, 3 Jahre lang Medic, das geht dann doch ein bisschen aufs Gemüt. Schrecklich. Seit, ich glaube, 3 oder 4 Monaten. Okay, nice. Dann mache ich die ganzen Trainingsmodule erstmal durch, nachdem ich 2 Wochen im Urlaub war, ab nächster Woche, und dann schauen wir mal.
siehst du, Trainingsmodul müsste ich auch mal wieder machen. Ich glaube, meine Lessons sind schon wieder 2 Jahre her. Ah, ich war gestern, nee, gestern sage ich schon, letzte Woche Handwaffensysteme dabei. Waffensysteme, Standardwaffensysteme, so. Was war das für ein Modul? 4? Fips verschiebt jetzt die Marker. Ich glaube, es ist 4 laut Wiki. Nee, laut Wiki ist es 5, aber. Break. 4. Verstanden. Break, verstanden. Waffen hoch, aufstellen, sich, ich komme zu euch rüber, wir bewegen uns gleich. Und wir können los. Ja. Alpha geht. Bravo geht. Wohin geht's? Eins geht. Wir haben 9 Marker gekriegt. Wir kreuzen hier gerade. Häng hier hinten ran. Wir hängen uns hinten dran. Und halt mal ein bisschen Abstand, Spacing. Nicht, dass da uns einer wegfluppt. Kannst mit, Dicky, du bist noch am Knien, kannst dich mit CX hinstellen. Und dann mit, ich glaube, Control-C kannst du deinen Walkspeed. Genau, es gibt nämlich die Combat Page und die ist ein bisschen langsamer, braucht aber massiv weniger Stamina und die sollten wir bevorzugt verwenden. Ja, vielen Dank euch. Ja, kein Problem. Ich kann mich auch bei mir am Anfang sagen. Ja, vor allen Dingen, es ist eine wahre Kunst, die Combat Page überhaupt zu erkennen. Jetzt absolute Ruhe, wir benähern uns Fledermausland. Aber rechts von Alpha. Wir gehen rechts von Alpha. Check. Check. Alpha Chat. Die 3 geht rechts an den Baum vor mir. Am besten kann ich hier nur bis zum Hügel sehen, der ist direkt vor mir. Ihr zwei sichert mal nach rechts rüber, wir haben rechts sonst keine Sicherung. Ich hab das von hier oben. Ruby, ich übernehme deine Stelle und du gehst ein Stück nach hinten. Bleibst hinter dieser Tanne. Check. Muss ruhig sein, der ist unser nicht so gucken. Da kommt das zweite. Das zweite ist aber noch nicht da, deswegen gucke ich da erstmal. Ja, ich sichere das von hier oben, ich habe da bessere Sicht. Also wenn da einer drüber kommt, sehe ich das als erstes. Ruby, für dich ist es wichtig zu überleben. Also aufpassen, ja, aber immer aus der bestmöglichsten Deckung.
Able 3 macht, was es immer macht, es wartet auf Able 2. Specky, sicherst du 270? Ich schau gerade. Ja, ich gehe jetzt auf 270. Ach ja, ich hab 250. Sorry, nicht 270. Wir können jetzt die Sicherung Richtung 270 eigentlich aufgeben. Moment, ich überflieg mal, was das C-Tab sagt. Check. Korrigiere Sicherung von 270 bis 180. Ich halte weiterhin 250, falls du was Besseres hast. Sag Bescheid. Check. Weil wir als erstes vorgeschickt werden und die anderen nachziehen. Ich wollte keine logische Erklärung. Bitte sehr. War der eigentlich von uns oder? Was vorhin war? Gebt nur mal eure Sicherungsrichtungen durch. So, sicher 250. Ich schaue so ein bisschen 230, aber ich sehe nicht viel. Bin ja auch ein bisschen weiter hinterm Hügel noch. Hinterm Hügel ist gut. Zur Information, Able 2 hat jetzt endlich die Faceline erreicht. Frage, haben wir eine Sicherung auf 200? Check, das bin ich. Ich habe einen hervorragenden Blick durch so einen Kanal durch. Links und rechts Bäume, aber ich sehe wirklich 300 Meter weit. Alles klar.
Ich hoffe, ihr schweigt vor Spannung und nicht, weil ihr eingeschlafen seid. Ich nehme meine Sicherung sehr ernst. Ich lausche den Bären oder Hirschen oder Fliegen. Wie alt ist denn Misha? Was ist mit Misha? Wie alt ist denn der? Frag mich doch nicht sowas. Na, du hast doch mal den ausgerechnet. Smoky, du musst eins bedenken, das einzige, was wichtig ist, ist, dass Cheese älter ist wie ich. Danke. Ist wohl zurück. Jawohl. Specki, das ist sehr ungewohnt. Ja, mit MG, kein Medic mehr. Ich suche gerade Ruby. Du selber, ich down, wenn einer dir, angeschossen wird, will ich gleich Medic-Sachen zücken. Ich gebe wieder in Position. Hi, servus, Leute. Wer ist jetzt ein Medic? An wen hab ich mich gewöhnt? Hier, Ruby ist der neue Medic. Ach, Ruby, du bist Medic. Ah, hi, Ruby, grüß dich. Ich bin, zur schießenden Truppe. Warte, lass mich kurz gucken. Dicky, wo bist du? Wie viel lastig? Ich bin immer noch rechts von dir von deiner alten Stellung. Warte mal mit dem Kopf. 80. Ah, okay. Alles klar, nee, dann brauch ich nichts. Saline, wie sieht's bei dir aus? Ich müsste noch 15 Meter. Soll ich zu euch rüberkommen? Ah, ich hab dich, Hervorragend. Hi. Alles klar, perfekt. Ja, da siehst du nicht viel. Ich glaube, du kommst mit mir mit rüber. Danke dir. Ja, das dachte ich mir. Wir teilen uns diesen Baum hier. Alles. Jetzt wird von da keiner mehr kommen, weil das ist auch schon Able 2 Territorium. Gehst du links vom Baum, ich rechts, weißt du, die Waffe in die linke Hand nimmst? Geh da durch, dann wieder. Ja. Wunderbar. Wenn du mal die Richtung weiter sicherst, ich gehe mal ein bisschen bei Ruby in den Rucksack gucken, wie er es gemacht hat. Alles klar. Zu meinen Rucksack spionieren. Genau. Jetzt, sehen. Jetzt kommt die Inspektion. 80 Elastik ist ein bisschen wenig, da solltest du fast auf 120 hochgehen, wenn es reinpasst. Packing 48 ist ein bisschen viel, die wirst du so nicht brauchen. 20, 30 sind aber okay. Die Quickclots würde ich nicht im Rucksack lagern, weil da soll keiner ran außer dir. Jo, ja, hauptsächlich ist das jetzt noch von dem Default Equip, quasi die 80, genau. 40, 20. Das Surgical Kit sollte auch nicht im Rucksack sein, da kommen dann die anderen Spieler ran, machen Blödsinn und so. Jo, stimmt. Sag mal, hast du noch ein zweites Magazin für die SIG 17? Eins geladen und ich glaube, ich schau mal hin. Ja, im Rucksack sicher ein angebrochenes. Ja, ich habe noch in der Weste eins. Da musst du übrigens auch noch Munition nachfüllen, da sind bloß noch 15 Schuss oder so drin, da habe ich mal ein paar geschossen. Jo. Ja, der Rest passt. Wie viel Stunner hast du dabei? Ich schau mal eben. Insgesamt 6. Also plus das in der Waffe. Da
was passt. Also ich sag's ganz ehrlich, als Medic brauchst du fast keine Stunlock. Also ich habe sicher schon 3 Missionen im Nonstop gespielt, ohne einen Schuss abzugeben. manchmal brauche ich dann doch 3-4 Magazine, aber dann hast du meistens genügend Zeit, dass du dir irgendwo Ersatzmunition herholen kannst. Also es ist nicht so dringend. Ja. Wenn du willst, du kannst bis zu dem Baum da oben vorgehen, dass du gerade über die Hügelkante gucken kannst. Und yep, check. Ich gehe dann auch ein Stückchen vor. So, wieder da. Ja, deswegen ist er hier. Welcome back. Das kriegen wir schon. Schießen nicht mal los. Ich habe weiterhin 205 im Blick. Nochmal, 205? Ja, 205 habe ich im Blick. Ja. Da habe ich auch gerade. Guck ich ein bisschen weiter rechts. Du kannst auf die linke Seite vom Baum gehen, ich gucke aus dem anderen Winkel. Rechte Seite vom Baum meine ich. Yep. Links, rechts, das war auch kompliziert. Bis wohin? Warte. Zwischen 250 und 400 Metern, das ist... ja, 260. Ja, die Entfernung ist so. Ich würde ja gerne ein markantes Ziel geben, diese, aber das fällt mir schwer gerade. Na, wenn du mir eine Entfernung gibst, dann kann ich hinschießen. Ich höre ja, wo soll er schießen. Wir haben einen Feindmarker 258 Meter Richtung 289. 289. Oh, Gewagtpost. Nein, das ist ja nur der Feind. Dieser hat ja gesagt, ich soll ihm sagen, wo der Feind ist. 50 Meter vor Able 2 können wir mal. Ich wollte gerade sagen, also da höre ich doch unsere Leute schießen. Also willst du doch nicht, ja? Also den einzigen, den ich schießen höre an Feind, ist hier Richtung 260, 250 ungefähr. Ja, da haben wir keinen Feindmarker, leider. Die sollen ihren Job machen, würde damit. Ja, alles gut. Du musst dir jetzt nicht den Rücken brechen dafür, dass ich da eine Lumpel los würde. Ich spaß mir lieber. Ich hab nicht so viele wie gesagt. Ja, deswegen ist es halt hier im Wald, ist es eher schwierig. Du trauerst noch, ne? Feinde auf 1500, 1600 erschießen. Ah, das war schön. Auf irgendwelchen Bergen sitzen. Oh, die haben sich jetzt nach vorne bewegt. Jetzt 270, 280. Ich würde zerstreichen, wenn wir mal irgendwie aus dem Wald rauskommen würden. Specke, willst du vielleicht oben hin, dann hast du besseren Überblick. Ja, kann ich schaden. Ja. Muss doch nicht mal Stadt sein, aber so ein bisschen Auenlandmäßig oder so. Pass auf, die nächste Map ist eine Tundra. Oh Gott. Wie ist das jetzt? Was passiert noch so um eigentlich? Was macht Able 2, Able 1? Es tut sich im Moment recht wenig. Also die sammeln sich alle nur unter Faceline. Also hier brauchen wir nichts Neues. Bevor der CCP aufgelöst ist. Ne? Ah, ja. Jo, aber schnell. Also prinzipiell haben wir jetzt einen Sicherungsbefehl, bis irgendwas anderes passiert. Ja, vor allem guck mal zu Bayern, der genau. Jetzt genau in der Position zu seit, weiß ich nicht, 10 Minuten. Jo, mach. Ich guck bloß mal eure Sicherung an. Ruby ist sicher ein bisschen schärfer nach rechts, weil da wo du hinsicherst, werden ich und Dicky schon sichern.
Ja. Und such dir gegebenenfalls auch, wie heißt, eine Stellung, wo du gut was siehst. Also generell, was hier hinter dem Hügel kommt, da haben wir halt gar keine Augen im Moment. Doch, das komplette zweite. Ja, aber die sehen nicht den, hinter den Hügel. Doch, also da ist eine Freifläche, Specki. Echt? Das sehen die. Ja, ja. Gut, dann glaube ich es dir. Sag mal, wenn du dir so ein Standard jetzt da ziehst, ist es auf Standard aufgerüstet? Du meinst, ob ich mir noch was dazugenommen habe? Ja. Etwas, ja. Aus meiner alten Ausrüstung, aber nicht viel. Also das ist auch selten dämlich. Du spawnst mit zwei leeren Gürteln. Und hast keine Patronengurte zum Nachfüllen. Also ich hoffe, wir kriegen heute bald Munition. Ja gut, ich habe halt 5 Gurte dabei und 2 davon sind im Prinzip schon leer. Ich habe auch noch einen extra Gurt dabei, der voll ist. Das hört sich schon mal gut an. Ruby, wenn du willst, kannst du mal was experimentieren, während ich deine Sicherung übernehme. Wenn du mal genau an meine Waffe guckst, dann siehst du, dass man bei der Waffe mit der Alt-Taste eine Option auswählen kann, Waffe überprüfen. Check Ammo, oder? Genau, und wenn du einen M249-Gurt im Rucksack hättest, wofür du wahrscheinlich im Moment keinen Platz hast, dann könntest du den theoretisch im Lauf den Schuss anhängen. Ja. Und das ist natürlich toll, weil dann muss ich nicht lange nachladen und das geht halt wirklich fast in Nullzeit. Ja, haben wir irgendwann im Training, glaube ich, mal gehabt. Genau. Theoretisch weiß ich, wie es geht. Ich sag's mal, wir werden es so bald nicht probieren, aber irgendwann mal so in 2-3 Monaten werde ich es mal mit dir probieren, dass wenn ich in Sicherung bin, dass ich dann rufe nachladen. Ich hatte Incoming. Ich hatte irgendwann mal. Ich hatte, bevor ich dir die Ausrüstung gegeben hatte, in meinem Backpack-Rucksack immer einen M249-Gurt voll drin. Okay, wir können wieder in Sicherung. Ja, da kommt noch was runter, will ich nicht wieder hinlegen. Ich denke zwar, dass das Able 4 ist, aber das kommt recht nah runter. Smokey, ist das Able 4, wer hier den Lärm macht? Jo, Able 4. Okay, dann können wir wieder in Sicherung gehen. Ich gehe wieder nach oben an meine Stellung. Ja. Hab bloß mal kurz an meinen Leuten gesehen, dass sie alle gut da liegen. Ab, jo. Ganz wieder. Schuss auf 190. So hat keine Sicht auf 190 von ihm. Naja, aber auch mal ein bisschen blind unterdrückt, dafür hat mal die großen Mittel. Deine Position, ich denke, du wirst gleich gebraucht. Bin schon am Sanitätern. Check. Incoming, hinlegen. Direkt drauf. Okay.
Post, wir haben neuen Marker, Waffen hoch, langsam vorrücken auf unseren Marker. Jo, neue Marker. Wir haben eigene Einheiten vor uns, Vorsicht. Check. Alles größer 230 ist freundlich, also 230 aufwärts. Wir haben neuen Marker aufschließen. Alpha geht. Eins geht. Zwei geht. Drei geht, Top geht. Bravo geht. Du krabbelst noch. Wir geben Smoke immer ein bisschen Platz, wir sind zu nah an dem Rand. Smoky Bravo läuft hinter Alpha, ist das so recht? Jo. Achtung, links rauf. Bravo nimmt Sicherung nach links. Bravo nimmt Sicherung nach links. Check, sich doch auch. Stellt euch mal neben mir auf, dass ihr Richtung Rauch sehen könnt. So ist links von dir. Nee, rechts von dir. Okay, wir gehen weiter. Recht, links roter Rauch. Wir machen Marsch, bis wir aufgeschlossen haben. Eins geht. Zwei geht. Drei geht, Trupp geht. Achtung, Marsch. Schieß, der ist links. Ich hab ihn noch rennen sehen. Wir gehen mal kurz hier in Sicherung. Verstanden. Genau, Specki, guck mal so ein bisschen so darüber, aber passt auf, da kommt jetzt 3-3 dann gleich ich von links an. Ich weiß. Check. Hab's auf dem C-Tab gesehen. Dicky, wir beide gucken links in den Rauch rein. Ruby, du guckst rechts Richtung Smoke und restliche Partei. Dicky, was links kommt, wird wahrscheinlich unsere Einheit sein, also euer Status gelb. Alles klar. Also so in Richtung 170. Da, wo der rote Rauch ist. Kreuze, Kreuze, Kreuze. Was hinter den nächsten Büschen ist. Wir haben links wieder roten Rauch. Dicke, komm mal neben mich auf die linke Seite von dem. Ich check jetzt einmal vorgelagerte Position, ob wir vielleicht weiter vor verlegen können. Schon. In den roten Parken reinfeuern auf mich rein. Könnte sein, dass ich ihn erwischt habe, aber es ist nicht sicher. In welche Richtung ungefähr? Da hat den Chase nicht gesehen. Wahrscheinlich ist er jetzt im Gebüsch verschwunden, da haben wir keine Chance mehr. Scheiße. Ich sicher da, du bleibst auf der Richtung, wo der rote Rauch endet. Eher ein bisschen weiter rechts, vorsichtig. Kaum zu vergessen, wird nur schlimmer. Wir haben jetzt
wirklich gleich Eagle 3-3 auf der Stelle, also sehr vorsichtig sein beim Schießen, nur eindeutig identifizierte Feinde bekämpfen. Alles was niedriger ist als 1-4-0 ist Freund. Bandkontakt 1195, 50 Meter. Moment, ja, das ist Feind. Bekämpfen wir mit dir. Feind tot. Bravo. Ja, das wird der Typ gewesen sein, den ich vorhin gespottet habe. Alles, was niedriger als 180 ist, sind eigene Einheiten. Robi, zieh mal zu mir und bleib 30 Meter rechts von mir, gerade so, dass du die Hügelkante gucken kannst. Verstanden. In der Waldbereich hat sich gerade was bewegt, behalte es mal im Auge. Gib bloß noch ein paar Schüsse ab, um ihn da rauszutreiben. Da wo ich hinschieße, da ist er. Ist jetzt nach links in den Waldbereich rein. Den haben wir doch sicher erwischt. Ich habe ihn nicht erwischt. Schuss aus der Sendung. Muss da bleiben. Gib mir mal, da drückt mal in die Richtung. Da drückt mal in den weißen Rauch rein. Einzelschuss. Kann ich schießen, direkt vor mir ist eigen. Lade nach. Passt. Schick mir mal Deser, ich hab was für seine vor dem Eingang. Wieder bereit. Ich könnte auch eine 40 Mike Mike brauchen auf meiner Position. Also nicht auf meiner Position, sondern von meiner Position. Wir haben Feinde im Nahkontakt. Feinde im Nahbereich Südwest. Zurück, zurück, zurück. Wir müssen hier von dem Hügel runter. Becky und Bravo hat sich zurückfallen lassen, leicht verletzt, keine Ausfälle. Vorsichtig über den Hügel sicher, nicht mehr so exponieren, wie wir es vorher gemacht haben. Becky ist leicht verwundet. Eilt aber noch nicht. Zwei geht auf deine Linken.
den habt ihr bekämpft. War das eine eigene Trockenheit, Mike? Schuss Richtung unbekannt könnte Querschläger gewesen sein. Ausfall, Specky ist down. Specky wieder da. Habt ihr den Kerl hinter dem Baum bekämpft? Negativ. Okay, dann haben wir Richtung 215 ungefähr. Hinter den Bäumen kraucht einer rum, Nahbereich 50, 80 Meter. Check, Feindkontakt 215. Danach. Ruby, wenn du Zeit hast, dann machen wir mal kurz dicht. Wir rücken aus auf unseren neuen Marker Richtung 195. Specky braucht noch 20 Sierra, um geflickt zu werden. Check, kommst du nach mit Bravo. Check. Neuer Marker erkannt. Weil ich genäht bin, geht's dir, wurdest du auch getroffen? Negativ. Richtung 190 ziehen wir weiter. Warte, ich näh dich noch. Ach so. Okay. Letzter Feindkontakt, 215. Und oder nicht? Dicky sammeln bei Ruby, wir ziehen dann gleich ab. Verstanden. Verlasse Sicherungsposition. So, bist zu speckig. Das übernehmen andere Truppen, das interessiert uns nicht mehr. Abmarsch! Achtung Alpha, rechts von euch die Flude. Marsch! Bravo! Beschuss, Sprung! Geht. Sprung, Beschuss! Da. Bravo hat aufgeschlossen. Zwei da. Ja. Moment, wir sind bei 2-2 reingerannt. Vorsicht, wir halten uns jemand ein bisschen zurück. Ich geh mal kurz, wo wir sind. Ich beschuss rein. Vielleicht auch nur Querschläger. Wir gehen Richtung 220 weiter. Kniffen hoch. Eigene voraus. Okay. Sprung, Beschuss. Specky, ich will dich links von Alpha. Wir gehen links von Alpha. Und ich bring dein Postpaket zurück, der ist aufgefallen. Such dir mal Deckung, hier kommt Beschuss rein. Die haben mich wieder erwischt. Schweinebacken. Seid ihr noch am Leben? Eins gelb. Drei grün. Zwei lebt, grün. Bravo besteht hier etwas unter Beschuss, mich hat schon wieder leicht angekratzt. Wir fallen mal ein bisschen in Deckung zurück, das bringt ja nichts, hier können wir die Leute nicht verarzen. Kommt mal mit. Zurückfallen. 3-6, 3-1. Wir bleiben an Smokey dran. Ich hol dir die anderen auch noch. Ich hab sie schon da.
Ruby, du machst den Mann, ich mach den Mann hier schon mal zu, du machst mich zu. So wird beschossen. Hey, Specki. Ja. Wird ein Stück zurück, da wo wir zuletzt waren, ich hol den Rest raus. Check. Ruby, ich trag ihn. Nein, du trägst ihn. Getroffen. Ich zeig dir dann, wo wir hin müssen. Check, ich nehm auf. Mitkommen, Smoky. Ja, bin bereit. Sekunde, Ruby, ich brauch dich mal. Bestimmen. Richtung 9-0, das kriegt man hin. Wir laufen den leichten Umweg, sonst laufen wir wieder genau in die Feuerlinie rein. Hier hinterm Stein oder? Soll ich hier anfangen oder noch weiter? Wir gehen noch weiter. Da. Dicky, du bist noch bei Smoky. Ich bin hinter euch. Ah, da bist du. Ich muss nochmal zeigen, ich hab's gerade nicht gesehen. Wohin? Genau hier. Besser wird's nicht. Dicky, du hilfst jetzt mit mir zusammen, dass wir den verbinden, während Ruby mich verbindet. Du machst den Oberkörper. Jo, bin an dir dran, Specki. Sehr schön. Bin ich beim Blut schon im Orangen? Lass der Leiter platt, ja. Orange. Ja, dann kannst du mir. Ich sag's dir dann gleich, wenn ich's mir aufschaue. Ja, ich leg dir dann 500 an, ne? 500 sind nie verkehrt. Mich näh dich dann später zu, ne? Dann mach ich jetzt erst gleich Smoke. Nee, wenn du mich mit Elastik versorgt hast, dann musst du mich sofort nähen, das geht sofort wieder auf. Ich hab Packaging genommen. Schick mal Dicky mit Desa mit vor. Dicky, du hast den Mann gehört. Sobald du bei mir fertig bist, kannst du bei Post weitermachen. Post habe ich soweit bandagiert. Ja, doch. Ja. Ich hab dich jetzt noch nicht zugenäht, ne? Dann musst du gleich dann noch. Ja, ja, wie gesagt, zunähen. Immer sofort, wenn du mit Dings fertig bist. Ich habe ihm jetzt natürlich nur Packing draufgehauen, das hält eine Weile. Ja. Machst du bei ihm CPA oder soll ich das machen? Nehme ich mal kurz. Ja. Dann mach du mal CPA, dann nähe ich. Genau. Jo, bin an dir dran, Smoky. Strecke für dich gekommen. Späßer, Achtung, das zweite läuft jetzt vor. Wir sind nicht wurden hier eingerauft. Rauch schön langsam. Check, ich geb das bist so genäht. Weiter. Smoky, die wäre gerade vorne eingeraucht, hast du es mitbekommen? Okay, ich näh dich mal eben. Check. Ich check mal am Puls, wie weit er ist. Kein, machen wir weiter, CPR. Jo. Also wenn alle genäht sind, kannst du den nächsten gleich dicht machen. Ja, ich nähe jetzt Post. Fünfte CPR. So lange ist er doch gar nicht gelegen, dass es jetzt so lange dauern darf. Puls. Ja, Puls. Ja, geht der Puls. Naja, rauf Richtung 1,5 Meter. Und wenn der Blutdruck über 200 ist, haust ihm Adenosin rein. Jupp, ist unter 200. Dann müsst ihr ja gleich aufwachen. Ja. Das heißt, du bist mit mir fertig. Mit Post sind wir eigentlich auch fertig. Dann machen wir jetzt bei Cheese weiter. Ja, Post nähe ich noch eben das Bein und dann. Genau, mich hast du auch schon genäht, oder? Genau, check. Ich denke, ich werde gleich Bandagen klauen müssen. Ich bandagiere schon mal. Chest. Mach du die in Brust, weil ich habe keine Bandagen mehr. Okay, dann bediene ich mich jetzt bei dir. Ah, da ist Post wieder. Post, schau mal Post an und wenn der schwere Schmerzen hat, dann hau ihm beide Schmerzmittel rein.
Ich habe keine Schmerzen, alles gut. Post, ich brauch dich bei Taser oben. Richtung 205, 208, ist Feind. Der Hexe, verstanden. Machst du schon CPR, Stecki, bei dem? Mach ich. Smoky, du kannst gerne davon ziehen, wir haben das hier im Griff. Check. Ich bandagiere dann schon mal die Tourniquet-Arm. Genau, die Tourniquet nehme ich mir dann runter, das ist. Genau. Zweimal CPR gemacht. Er hat wieder starken Puls. Dann musst du mal einen Blutdruck testen. Ja, ich checke. Kannst du das Tourniquet abnehmen? Hab genäht. Dabei. Was? Digging Grave? Nein, das wollen wir jetzt nicht. 170, also sieht gut aus. Sehr fix, meinst du, ich komme bei dem. Wieso? Ich komme nicht mehr ins Medic-Menü rein. Was ist denn da los? So, Tourniquet wird runtergenommen. Jo, Herzrate so. Ist 140, 160 Puls. Geh du mal Richtung 180, bist du. Bleib mal da, das bringt nichts. Jetzt noch mit dem Nebel dazu, das muss nicht sein. Kniffe in die Hand, der kommt von alleine zu sich. Jo. Na gut, da drüben ist Smoky, das ist nicht so weit. Wir gehen mal langsam vor, der kommt noch von alleine zu sich. Also hast du gehört, schießt nicht des, zum Ende des Tunnels gehen. Ist Cheese schon wieder wach? Nee, ja, ich bräuchte dich, Ruby. Ruby, Hilfe. Jo, bin dabei. Und Torso ist auch am Arsch. Jo, den nehme ich gleich zu. Größere Wunden oder bist du damit selber fertig? Nee, das ist schon alles okay, zu. Okay, dann geh ich mal vor. Du folgst mir nachher einfach Richtung 190. Jupp, check. Dicky, Status. Gut, sichern. Ah, ich sehe dich auch schon. Wunderbar. Thema Munition und Gesundheit ist grün. Specki, du kannst hier mal eine kleine Stellung buddeln. Buddeln ist gut. Am Baum. Okay. Am besten links vom Baum. Check. Ach. Und deine Leute mal durchrotieren lassen. Wer noch zum Medic muss. Dicky, brauchst du noch einen Medic? Auf dem Weg zu dir, Specki, wo warst du? Moment, ich stehe mal kurz auf und wackel mit dem Kopf. Ich bin hinterm Baum. Lauf einfach mal vor bis zur Hügelkante und dann wahrscheinlich links oder rechts, da ist er. Hab dich gehört. Ruby, wir graben jetzt hier in den Graben. Ich fange an und du hilfst mir dann. Jupp, check. Ruby, ich bräuchte dich dann auch mal. Ich muss zugenäht werden. Dann hat er Priorität, geh rüber zu Dicky und mach den zu. Der ist rechts von uns an dem Baum. Und wenn durch, schließt zu mir auf und hilft mir graben. Dicky bleibt in Sicherung. Check. Wunderbar, bleib so weit hinten, wie es nur geht, damit du nichts abkriegst. Ja, ich
ich bin jetzt schräg hinter dir. Ich glaube, weiter zurück komme ich nicht. Das passt. Wir können auch einen kleinen Graben hier im Boden. Ja, das würde ich jetzt gerade sagen, ne? Ja. Sobald der Graben steht, kannst du rechts weiterhelfen, dann übernehme ich die Sicherung von dem Graben. Alles klar. Ich fange an und du übernimmst dann, ja. Check. Sind drauf. Zur Info, alles was größer als 260 ist, ist freundlich. Check. Dann machen wir 250. Check. 2 ist gerade am Graben. Stopp, hör mal auf, ich glaube, das könnte reichen. Passt, wunderbar. Gut, dann grabe ich rein. Rechts haben wir auch für 2-0. Genau. Scheiße. Denk dran, nicht zu hoch graben, so dass man da gerade schön auflegen kann. Check. Siehst du gerade die Höhe? Kannst du sagen, ob das so passen könnte? Ach, ihr grabt hier diesen Hügel. Ja, bei dem kenne ich mich nicht aus. Ihr könnt so hoch graben, wie ihr wollt. Also, ich leg mal auf. Ich leg mal auf. Klar. Ja, das ist gut, da könntest du aufhören. Alles klar, Dicky, du gehst hier in Stellung und Ruby, da vorne graben sie noch einen Graben, da hilfst du mal mit. War bloß eine Sekunde, den Graben kontrollieren von den anderen. Ja, was gibt's, Schieß? Hat Ruby eine Schaufel? Ja, sicher. Scheiße, ich hab eine Schaufel zu viel. Jack. Aber Dicky hat doch mal ein neues Loadout, oder? Dicky hat auch eine Schaufel. Ey, war das früher Zeiten, ey, wo die Anfänger keine Schaufel hatten. Ey, leck mich fett, ey. Heute haben sie alles. Heute haben sie echt alles. Mozi, ich glaube, das mit dem Buddel kannst du dir sparen. Krieg gleich weiter. Ja! Buddel einstellen. Das sagst du. Halt den Bezug, das auf dem Kanal, ne? Der nächste Angriff ist schon wieder gestartet. Ja, dann rennen wir wieder in das Dickicht und rennen wieder raus. Dann habe ich Stellung. Soll ich bei dir hier nicht kartieren oder? Genau, such dir was aus, wo du gut auflegen kannst. Ich mach die Richtung. Du, diese Richtung. Jupp, check. Gut, Buddeln einstellen. Ah ne, ist egal. Ich hab's vorausgehauen, Buddeln einstellen. Jedes Mal, wenn wir fertig sind, Specki. Die letzten paar Missionen. Ich wollte gerade noch. Uns guckt ein Zeus zu und wartet immer, bis wir fertig sind. Oder wie schon bei uns, oder was?
140 bis 250 halten. Feind. Dass wir nicht so nah am Zoden vorbeilaufen. Stand. Ja, das scheint kurz zu schlagen, oder? Das werden wir gleich rausfinden, Lisa. Able 4 legt nochmal los, bevor wir losgehen. Smoke, ich sehe auf 160 ein feindliches Tarnitz, was bereits unter Beschuss liegt. Soll ich ein bisschen mitwirken? Boah, lieber nicht. Irgendwo Richtung 165, 175 hinter den ganzen Bäumen hockt einer und schießt auf unsere linksseitigen Truppen. Behalte das mal im Auge. Ich sehe nur Bäume. Ja, es ist scheiße, aber manchmal macht der einen Fehler und zeigt sich. Ja. Aus meiner Position müsste der schon in unsere Gräben reinkriechen. Damit ich den sehe. Dieser wackelt mal mit dem Kopf. Ja, dann ist das nicht dieser. Wenn Able 4 fertig ist, geht's gleich los. Und los. Wir sammeln uns, es geht weiter. Wir lassen ihn mal ein bisschen Luft. Kniffen hoch. Eins geht. Ich vermute, dass wir leicht links noch einen Feind irgendwo im Gebüsch haben. Also haltet da mal ein Auge drauf. Zumindest die 2, die 3. Guckt nach rechts. Hab mein Augen links. Alpha hat Feindrichtung Richtung 200. Bekämpfen, wenn möglich. Feindrichtung 200 aufgeklärt. Die klären gerade, ob sie ihn bekämpfen können. Specki, bleibt mal hier kurz. Check. Wir bleiben hier, geht mal irgendwo in Deckung hinter Bäumen. Wir
Wir sichern jetzt primär mal die Flanke und den. Okay, Rücken. Bravo Marsch. Bravo Marsch. Bravo geht. Mit. Geht. Post einschränken auf Marker. Check, einschränkt ein. Mach mal kurz Marsch, Marsch, bis wir aufgeschlossen haben. Runter vom Hügel. Marsch. Euch zur Info, dieser vermutete Feind weiter in Richtung 220 bis 240. Vermuteter Feind Richtung 220, 240. Bravo geht hier mal, da haben wir auch schon einen, vergiss es. Da haben wir eigene, da haben wir eigene. Einer fehlt. Eins geht. Zwei geht. Smoky, ich sehe uns Helm, ist noch eine Gruppe weiter vorne. Ruby, ich sehe dich gerade nicht. Wir treffen uns. Aha, wo sind wir denn? Ich war ein bisschen vor euch. Ich frag nach. Ah, ich hab dich, Ruby, 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 bist du das? Ja, ja, ja. Also nicht der vor dir, der. Ich würde das gerne mal an, ich bin mal auf deine Einschätzung gespannt. Marsch, Marsch, bis wir zur Alpha aufgeschlossen haben. Check. Links eigene. Check. Noch nicht, Post. Schon ja, ich weiß. Verteilen wir uns mal ein bisschen, dass wir nicht alle beim Rauchen sind. Ah, sehr schön. Kannst du da auflegen? Nee. Aber bleib mal da in Sicherung, das ist gut. Ich denke nicht. Ah, oh, doch, kann ich. Oh. Ruby, bist du schon vorne bei Alpha? Nee, ich bin hier rechts im Baum. Ah. Das lobe ich mir, Tarnung vom Feinsten. Becky, ich will dich rechtzeitig von Alpha haben. Ja, ich hier nach rechts gucken, zwei Daten noch nicht aufgeschlossen. Sehen, aber. Check aus, Mike. Mir nach, Marsch, Marsch, wir schließen rechts zu Alpha auf. Schwenken rechts aus. Smoky, haben wir wieder die Senke vor uns. Na, ich glaube nicht. So lang bleiben. Bravo, hat die Senke rechts im Alpha erreicht. Ruby, bist du beim Stein? Ja, ich bin neben dir. Mensch, du kannst es gut in den Bäumen verstecken. Ne, ich glaube, ich bin's einfach nicht gut, dass jemand rechts von mir läuft. Ich guck da nie hin. Ich schau mal nach, von wo bis wo wir sichern müssen. Okay. .230 bis .300 ist Feindesgebiet. Ruby, du guckst bevorzugt Richtung 300, 3290. Soweit wie du gucken kannst, geh nicht weiter raus. Ja. Dicky, du behältst 240 im Auge. 240, verstanden. Wirklich weit kann ich von hier aus nicht sehen. Ich habe vielleicht 200 bis 250 Meter Sichtweite hier von hier. Das ist schon mal besser wie die meisten anderen Sichtweiten.
Able 2 überschlägt jetzt rechts von uns. Able 2 hat uns überholt, wir sind jetzt nicht mehr länger in der Sicherung nötig. Wiederholen. Neuer Marker 200, 3-1 Marsch. 3-1 Marsch, mir nach. 1 geht. 2 geht. Dicky links. Trick 17. Alpha geht Richtung neuen Mark Advance. Bewegen sich jetzt gerade in den Süden von Tom Objective. Jetzt sind wir kurz vor der Straße von dem Ding, ja. Dieses Hilltop. Wenn ich da und oben halte, das ist mit der M249 schlimm, du wackelst, wenn du die zu lange oben hältst. Ihr lasst eure Kniffe oben, ihr habt keine so schweren Dinger. Wir haben starke Ärmel. Ja, mach ich bloß fertig. Specky, die Steine da hinten. Check. Wir schnappen uns den Stein da hinten. Marsch, marsch. Scheiße. Check. Sucht euch einen Stein, der euch gefällt. Robi, du bleibst beim hinteren Stein. Dicky kommt zu mir. Aber erstmal einfach nach Süden. Sicherungsrichtung 130 bis 270. Vorhält 160 bis 180. Haben wir jetzt Able 2. Ich mal ein vor, neue Sicherungsrichtung 130, 230. Ich habe perfekte Sicht auf 160 bis 170, alles andere ist voll bedeckt. Passt. Ich habe die Gegend um 200, 230.
mehr zur Erinnerung, Sprachlautstärke auf dem Viertel runter. Ich brüll hier die ganze Zeit mit halber. Ihr wisst, wie man zwischen den zwei verschiedenen Zielmodi bei unserem Visier umschalten kann? Ja. Able 2 hat weiter an uns rechts vorbeigezogen, also alles, was höher wie 240 ist, ist jetzt eigenes Land. Check. Weiß mal Cheese ein, neuer Marker von 3-3, 11-11, genau da wo der Rauch ist. Check. Ziel auf Richtung 130, 130. Ist bekannt. Ist bekannt. Du sicherst weiter in die Richtung. In die Richtung meine ich. Ich guck mal Richtung Rauch. Ja. Gerade eben im Eiltempo den Felsen hochgerannt. Als letzte, was ich wollte. Nicht wundern, ich ziel gerade direkt über dich hinweg. Das Fenster geht nicht ohne Vorwarnung aufstehen. Wir haben jetzt eigene Einheiten bei 200. Alles, was höher ist, ist freundlich.
also wenn du... Entschuldigung, falscher Kanal. Also wenn du ein Stück rechts guckst, da laufen Eigene gerade übers offene Feld. Also kannst du eigentlich nur noch links in den Wald reinzielen. Rechts passiert nichts mehr. Du kannst auch gerne eine andere Position suchen, wenn du dann besser siehst. Hauptsache in die Richtung gucken. Du kannst auch gerne an meine Position kommen. Schau mal, vielleicht ist dieser Baum ja... Auf neuen Marker verlegen, neuer Richtung Marker. 200 Grad. Genau, wir gehen Marsch, bis wir an Alpha dran sind. Frage, gehen wir hinter Alpha oder neben? Dahinter. So geht. Alpha geht. Geht. Bravo geht. Kniffen hoch. Unsere. Ich hab einen neuen Marker, Frage, von wo da direkt hin? Ja, dahin. Alles klar, wir gucken es uns an. Check, alles klar. Naja, Marker, wir bleiben einfach an der Alpha dran. Die Anhöhe direkt vor dir, die nehmen wir. Zack, die hätte ich jetzt auch gesehen. Wo darf Bravo hin? Please, wait a minute, muss erst gucken. Bravo links. Wir gehen links von Alpha in Stellung. Marsch, marsch, bis wir in Stellung sind. Ne, ist nicht so toll die Stellung, aber sucht euch einfach was. Es macht nichts, wenn du dich wieder üblich etwas rechts bedeckt hältst. Ja, ich hab mir den Baum mal angeguckt, ob der was ist, aber zu weit vorne. Ist das unklar aus welcher Richtung? Gebäude in Sicht Richtung 150, 100 Meter voraus. Irgendwelche Kontakte? Unklar, vom Gebäude her nicht. Wir haben hier ein riesiges Sicherungsgebiet von 140 bis 280, also wir sind sozusagen ein Leading Element im Moment. Ich unterdrücke nur.
Die schießen vom Hügel runter. Erkannt, Feuer halten. Able 4 klopft das Ding erst weich und dann gehen wir hoch. Ich krieg hier scharfen Scheiberbeschuss rein. Schaut mal Richtung 180190, ob ihr da was seht. Also nur gibt's zurückschießen, wenn der jemanden sieht. Ich krieg ihn nur gezielt, wenn der einen seht. Able 4 klopft da nochmal rein. Wups. Keine klare Sicht von meiner Position. Keine Panik, Able 4 kümmert sich drum. Die räumen da oben auf. Wo sitzt denn der? Perfekt. Da oben ist ein Turm. Wo siehst du Sandsäcke? Also der Gegner sitzt irgendwo aus in Sandsäcken und schießt auf uns. Ruby, kannst du mich bitte einmal nähen? Richtung 190 auf der Hügelanhöhe, auch eine Art Gebäude, ist eine Sandsackstellung, der nimmt mich gerade heftig unter Beschuss, ich hatte einfach den Kopf unten. Ich habe sehr schlechte Sicht von meiner Position auf 180190. Specki wird gerade heftig unterdrückt, der sitzt auf 190 und heißt gerade kräftig drüber. Na dann, Köpfe reinziehen. Vorsicht, hier kommen reichlich Mumpeln rein. Schütze ausgeschaltet, IR. Horst, hast du den gerade weggesnippt? Ich hab gerade einen IR-Schützen ausgeschaltet, ja. Drogen. Drogen. Danke. Aber kein Blut. Ich sehe nur grün. Nichts. Ich rauch. Ja. Ja. Schau ich. Ich sehe nicht nur Räume, ein bisschen Rauch, aber ich sehe keine Bewegung. In den Rauch. Hat sich so richtig auf mich eingeschossen. Jetzt mal kommen und jetzt wäre die Weste. Gekommen? Weggehört? Ach, ich dachte schon, du bist tot. Wiederhole meine Frage. Richtung 180-190 immer noch aktuell? Ja, irgendwo auf dem Hügel sind Sandsackstellungen oder sind heraus werden geschossen.
Alles klar, die gehen. Ich gebe ihm nur gelegentlich ein bisschen Unterdrückungsfeuer, damit er ein bisschen im Stress bleibt. Aber wirklich sieht durch auch nichts. Ich ziehe einfach nur sein Feuer auf mich. Sehen muss nix. Ja, 2 sieht auch nichts von der Sicherungsposition. Ich verlagere mal auf dem Baum links von mir. Ja, und da werde ich auch schon beschossen. Ja, also ich roll auch mal kurz aus der Deckung raus, gebe eine Salve ab, damit es wieder abgelenkt ist. Der Flieger kommt jetzt auf Hilltop. Der Hügel wird jetzt vom Flugzeug bombardiert. Asche. Zurück auf meine ursprüngliche Sicherungsposition. Genau, Nase einziehen, weil es macht der groß kaputt. Werde wieder beschossen. Kannst du mal schießen, fragen, ob er vielleicht ein paar Zerfallgurte für mich übrig hat? Post ist down. Wie, hast du keine Munition mehr? Ich habe jetzt noch einen randvollen Gurt und ich habe halt keine Zerfallgurte zu machen. Bleibt er nicht stehen, das ist genau im Schussgebiet, wo er reinschießt. Dann wird es dich freuen zu hören, dass unsere Munitions-LKWs kommen. Gott sei Dank. Specki, ich habe auch noch Munition für dich. Sehr schön. Dann tauschen wir doch gleich mal. Wo bist du? Du bist links von mir, oder? Ja, ich bin genau links von dir. Hast du es im Rucksack? Ja, ich sehe es. Ja. Tricks, dass ich das irgendwie reinkrieg. So, ich werfe den leeren erstmal auf den Boden. Wahrscheinlich hat es links mit dem, wenn ich die jetzt rauslege. Nee, er bleibt da halten.
Dreh dich mal um, vor dir am Boden liegt ein leerer Gurt. Da wo ich hingucke. Hast du ihn? Nee, oder? Moment, du musst gleich mehr auf mich gucken. Ja, ich sehe. Wunderbar. Perfekt. Hier wieder in Stellung. Ja. Läuft links auf der Hügelseite auf der offenen Fläche. Keine Sicht mehr. Ja, auch keine Sicht mehr.
wir nicht bei Maniac One eine Bombardierung bestellt? Ja, hat's geheißen, aber ja. Maniac 1, der Maniac 1 posiert einfach nur und macht keine Dinge. Maniac 1 ist das Flugzeug. Code gelb, Funkgerät ist geteilt, geh mal ran. Alles klar. Frage, was ist jetzt eigentlich so der Status? Was läuft gerade? Wir warten eigentlich immer noch darauf, dass das Flugzeug endlich mal die Stellung bombardiert. Alles klar. Ansonsten mümmel ich gerade Chips. Weiter kannst du schon vorgehen, im Moment ist es da vorne relativ ruhig. Jupp, check. Such dir einfach was, dass du ein bisschen Blick auf den Hügel hast und wenn was reinkommt, einfach wieder in Deckung gehen. Ich glaube, dass sie die beste Sicht vor allen. Naja. Also unter dem Blind ist der einäugige König. Was das Gebäude da angeht, auf 190, da sehe ich gar nichts. Da sieht keiner irgendwas Vernünftiges. Also die Sandsackstellungen, die du vorhin drauf gefeuert hast, da habe ich auch gar nichts gesehen. Ja, ich habe da nur unterdrückt. Ja. Ups, jetzt kommt ein bisschen was rein. Ich mache wieder in Deckung. Drei, vier und ja, doch 3-4 wird es gewesen sein. Hat ein bisschen auf dem Hügel unterdrückt und 3-3. Und da habe ich mal grob mitgehalten. Ich gebe wieder meine Stellung. Ja, ich werde unterdrückt gerade.
Ausfall. Wer ist ausgefallen? Wie viel Gurte brauchst du? Jeez, wie viel Gurte brauchst du? Warte, ich guck. Da muss ich nicht so brüllen. Gurte selber habe ich genug, ich brauche zur Falzgurte. Na, wie viele? 9. 2, 3 wären schön. Kriege ihn runter. 3, 4, 3, 1. Ich würde 10 nehmen. Wir bekommen 7. Puls hast du wieder. Okay. Ich habe kein Zerfallgurt mehr. Ach, alle schon verarbeitet. Ich habe nichts mehr. Ich bin so blank. Warte, ich guck mal im Rucksack. Nee, passt schon. Vorhin hast du noch einen gehabt, aber das passt schon. Ja, den habe ich mir jetzt gerade eben nachgeladen. Ich kann dir ein halbes Softpack geben. Nee, Softpack. Ich habe noch ein randvolles Softpack, das muss reichen. Ich hätte nur gerne noch ein zweites Softpack ein bisschen angefangen aufzufüllen. Sorry. Sag, hast du irgendwas gesehen von dem Hanswurst? Der hockt da oben und macht Rundhaubenschießen. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich habe halt immer so grob da einen unterdrückt. Ich seh nichts. Ich bin blind. Ja. Ich schieße nur blind. Kleiner Trick, wie du dich hier ganz gut ärgern kannst. Geh mal ein paar Schritte zurück, ich zeig dir mal, was ich vorhin gemacht habe. Du blutest. Geh mal zu Ruby. Ich übernehme hier. Danke. Da bin ich wieder, Ruby. Dann machen wir dich doch mal zu. Ja, ich habe dich zwar verbunden, aber. Besser ist die Nadel. Ja, auch halt die Nadel. Flöte, die hängt da hinten an die Steine, da ist nicht zum Kotzen, du siehst den nicht. Ja, so ist es zu nett. Danke. Zählt, Specki. Ich geh wieder zurück. Spaß. Ey, du wolltest mir was erzählen? Naja, komm mal kurz mit, ich zeig dir mal eine Taktik, die ich da drüben angewendet habe, weil hier geht's nicht ganz so gut. Lisa, darf ich dich hier vertreiben? Jo. Ich möchte gerade was vorführen. Geh mal ein paar Schritte zurück. Ich bin immer in Deckung gegangen, wenn er geschossen hat. Ah, ups. Ja, so jetzt. Und dann gleich wieder in Deckung rollen. Der kriegt dich nicht, der schießt immer nur und verfehlt dich immer. Alles klar, Specki, ich geh zu meinem Baum zurück. Renn. Da hast du einen Schuss abgekriegt, oder? Hab einen Schuss abgekriegt.
In die Weste. Hab's mitbekommen. In die Weste aber. Hast du einen Painkiller? Müssen wir nachschauen. Brauchst du einen Painkiller? Ich hab leider keinen. Ach, der Gesundheit. Ja, ich hab leider auch keinen. Ja, wenn du einen Painkiller brauchst, dass du wieder ein bisschen zielen kannst, dann geh zum Ruby. Verstanden. Zielfähigkeit aber nicht beeinträchtigt bisher. Post, komm runter. Pipsack sagt, Maniac will nicht, jetzt kommt Able 4. Ich weiß nicht, worum er nicht will. Unsere Luftwaffe hat den Einsatz abgelehnt, jetzt muss Able 4 die Arbeit machen. Luftwaffe, ich sag eher Luftwaffel. Dem Witz kann ich auch auf Englisch. Air Force, ich sag nur Chair Force. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, die haben mich heute schon 5 oder 6 Mal getroffen. Die kommen nicht durch meine Weste durch. Also ich muss mit dir total mumpeln schießen. Und von der frischen Weste. Thunder One in 30 Sierra auf Hilltop. Da gibt's hier eine große Lightshow. Ist der Thunder One oder Able 4? Thunder One. Ich glaube, so große Granaten hat Able 4 nicht. Das wünschten sie sich, wenn sie mal groß und erwachsen wären. So dicke Eier hat Hannet nicht. Lösen, dass wir Munition holen können. Ich glaube 3-3 ist auf dem Weg. Fix that in.
Vorsicht, Kreuze. 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 Ich bin da. Am besten in der Senke aufhalten. So, wo habt ihr hauptmäßig Feind? Irgendwo sitzt ein Sniper da oben. Ja. Das waren sehr aufmunternde Worte. Ja, wir rücken ab Richtung 015 und sammeln uns erstmal. Klar, machen so abrücken Richtung 015. Halt mal zurück in die Senke, Ausführung jetzt im Schweinsgalopp. Spaß, Jungs! So geht. Gebt mal hinter dem Baum in Deckung. In dem? Genau. In Deckung bleiben, in Deckung bleiben. Wir müssen nicht verteidigen, wir müssen nur in Deckung bleiben. Wir ziehen hier ab. Ruby, bist du schon unterwegs? Ja, ich bin ein bisschen vorgerannt, weil ich glaube, der hat genau auf mich geschossen. Ich muss mal kurz auf den C-Tab schauen, was wir hier gerade verpassen. Ja, das stimmt. Richtung 050, wir machen das im Schweinsgalopp. Ausführung jetzt. Zickzack laufen. Ruby noch da? Jo. Dicky auch da? Direkt hinter dir. Ah ja, wunderbar. Ah, wir wurden hier kurz ein bisschen unter Beschuss genommen vom Sniper. Dann haben wir uns mal ein bisschen in die Büsche geschlagen. 3, 4, 3, 1. Wurde da nicht irgendwer gerade getroffen? Oder irgendwer geschrien? Können wir Essen abholen? Ich hab vor 10 Minuten geschrien. Ich wäre jetzt gerne erstmal mit euch zum Beachplay gegangen, bevor wir das machen. Alles klar, ausgemacht. Meldet mal euren Health-Status. 1 grün. Post, Marker, 3-1. Post, 2 grün. Du blutest, oder? Ja, ich blute. Ich will nur erstmal zum neuen Marker und dann kannst du mich ja mal angucken. Jupp, alles klar. Neue Marker 3-1 erkannt. Los geht's. Alles klar, Alpha, wir gehen Richtung 060, 1 geht. Wo geht? Bravo, keine Order gekriegt, wir auch. Klar. Ich hab den Chef gehört, hinterher, klar hat er gesagt. So geht. Warte mal, schneller. Jetzt gibt's Munition. Die schießt doch immer noch wer. Ja, ich wollte auch gerade sagen, die Ratte schießt halt immer noch. Wir sind gleich schon 600-700 Meter weit weg. Was soll denn das? Das ist bestimmt Stoffel. Ach, der hat uns lieb. Lauf mal ein bisschen zickzack, damit er es nicht so leicht hat und bleibt in den Gebüschen. Unmöglich auf die Inferno gesehen haben. Runter, sonst wirst du mir noch außer Atem gehen. Genau. Der Armer macht Armer-Sachen. Ein Gurt ist in einer von diesen kleinen Kisten verschwunden, der Rest ist da drin. Check. Dafür hast du über durchschnittlich 4, 5, 5, 6 in 60er Kisten noch übrig und ganz zur Not können die ja auch noch Stanags laden. Wie, wenn du mal einen Moment hast, mich anzuhören. Ah, und kein Koko da. Okay. Bring ihm doch was mit. Also, Specki, du 3 Gurte, Post 3 Gurte.
Gurte also, oder... Also, Jungs, ja. Aufteilen. Check. Der Penner hat uns bis auf 50 Meter hierher verfolgt mit seiner scheiß Sniper. Gibt's hier auch 40 Meter? Ja, in den beiden Kisten müssen noch 40 Meter, aber ich glaube keine AE mehr. Ja, die haben sie alle mitgenommen. Okay, dann habe ich eine. Habt ihr auch mal noch einen Gurt angelegt? Tatsächlich, ich habe zwei. Noch einen leeren Gurt loswerden. 5 Sierra, dann bist du... Ja, hier oben. Nimmst du dir im Notfall leere aus? Ja, bis durchpasst. Danke dir. Boxen, dann nimmst du hauptsächlich die Boxen raus und dann machst du die dann, ne? Die Magazine, die hier drin sind, sind leer. Ich weiß nicht, warum du die so viel nimmst. Also du solltest vielleicht maximal so 8 Standards oder sowas mittragen. Lass das nicht Koko hören, diese... Boxen, ja. Lass das nicht Koko hören. Mit den 8 Standards. Ja, es gibt keine 10. Maximal bei uns. Zack, ja, alles was passt. So jetzt leere Standards hier einfach. Nee, leere Standards ist Quatsch. Das ist natürlich richtig. Ich hab nur 2. Wie viel Standards hast du? Geschafft. Ich hab 2. Wie viel hast du insgesamt? Boah, Specki, du Sack, ey. Hast jetzt alle rausgenommen. Du hast es waren nur 3 drin. Moment, ich zähl mal nicht, dass ich einen zu viel genommen hab. Okay, ich will mal wieder auf 8 oder 10. Ah, ich hab einen zu viel genommen. Ich leg da einen zurück. Wo ist das, Smoky? Ich hab ne gute Nachricht. Da, einer ist über den Gurt gestolpert. Hier liegt er. Oh, danke. Okay. Noch einer. Der gehört Cheese. Cheese, hier. Was? Mhm. Wo? Auf Boden. Sieht aus wie ein Pilz. Ich nehme euch auch nochmal einen Gurt mit hier. Hier, Cheese, hier. Ja, Stimme. Ja, hallo. Ja, ich befülle gerade. Ja, den hole ich mir jetzt. Ja, ich sehe ihn. Markiert, ich hole ihn hier. Spring drauf. Hat wer die Regentonne mitgebracht für die Kantins? Meins. Danke. Jeez, hier ist auch nochmal ein 200er Belt drin. Ich weiß mal nicht, ob der alle. Der ist alle, glaube ich. Da ist einer drin mit noch ein paar Schuss. Das ist eigentlich ursprünglich meiner gewesen. Musste nur Platz machen, weil ich habe nichts mehr reingekriegt. Dieser. Post. Yes. Wie sieht's aus mit deiner Muppeln? Brauchst du noch welche zusätzlich? Boah, als ich das letzte Mal Resupply machen durfte, hatte ich noch 200er Gurte 7.6 vor. Die habe ich mittlerweile aufgebraucht. Also wenn du noch irgendwas extra... Haben wir auch ist es knapp Meter oder nicht Munition knapp? Für die Pistolen? Nee, knapp ist es nicht. Gut. Aber es gibt doch gar keine 7.6 vor, oder? Nee. Achso, ne? Hat jemand Feuerzeug? Oh Gott. Jo, warte. Ja. Da bei ihm gleich. Ist bei mir auch, oder? Aber will jemand noch ein Zigarettenpaket? Ich hab hier noch 4. Ja, ich würde eins nehmen. Ich tausche dir gegen ein Feuerzeug. Gegen ein Feuerzeug? Ja, dann komm her. Warte, ich befülle gerade. Ach, Manu. Bucht? Ja, doch. Du hättest zuerst die Schaufel anbieten sollen. Ich habe aber auch 2 Feuerzeuge. Für Postpaket. Cheese braucht dann auch nochmal ein Medic. Ja. Aber ich zünde euch gleich an, ich packe nur fix drin. Mach dich mal zu, Cheese. Smoky, bist du soweit durch? Hast du alles? Gleich, ja. Dieser, guck mal in meinem Rucksack, da liegt ein Feuerzeug drin. Gibt's hier noch Loot? Ja, okay. Viel ist ja nicht mehr über. Danke, da nee, ist nee, hier, ist nicht mehr, hier ist nicht mehr viel danke. Zu okay. Es gibt doch keine 40 mm mehr. Das hier ist auch leer. Ja. Kein 7-6 Uhr mehr. Der braucht ja nix.
Nein, ich brauche auch theoretisch nichts, aber du vergisst das doch, dass ich bei Koko in die Schule gehe. Und wenn ich noch Platz im Inventar habe, muss ich die mit Munition füllen. Meint ihr, warum ihr als letztes dran seid? Ihr sollt doch hier schön die Schiffe auslenken. Ja, ja. Sind ja, ja und da die Munition brauchen. Du schießt bis zu und hast einen Salin dran. Danke. Ja, aber ich hätte jetzt noch easy 200 Schuss 7-6-4 mitführen können. Das wäre kein Problem gewesen. Kura, wer muss noch ausrüsten? Wir sind dann durch. Ist schön. Gut, dann. Also dachte, ich befülle. Gut. Dann die Reste und steck die in die Taschen. Ich mach gerade die letzte dann, ich glaube, du hast einen Marker. Beziehungsweise kannst du dich ja noch bei Pips anmelden, vielleicht hat er noch was für dich. Also 7-6-2 kann ich noch 100er Gurt abgeben, wenn dir jemand zerhacken möchte. Oder soll ich dich anmelden? Oh ja, so ein 7. Ach, da unten. Ja, ich sag schon. 3-6-3-1. Der müsste noch in Österreich reinpassen. Ja, ich kann noch einen Gurt für AR mitnehmen, Moment. Einfach fertig. Ich noch eine dritte Hand hier mitnehmen. Kann ich auch machen. Check, gehen zur Position 3-2. Post, Team sammeln, nee, Bravo auch und dann Richtung 3-2 erstmal. Ja, Resupply dann vollständig abgeschlossen. Einfach so verstanden. Ich würde dann auch wieder mit nach vorne verlegen, komm. Restlos leer geplündert hier, ey. So verstanden. Dafür Ende. Specki, wir müssen los. Ich brauche noch 10 Jahre. Guck mal, bei 3-4er habe ich schon versorgt mit 15, 16 Gurten oder sowas. Wurde mir ausgerichtet. Danke dafür. Okay. Gut, Post, Abmarsch. Bravo hinterher. Bravo sammeln. Wir so, Rodrigo, Banks, es geht wieder los. 3 fertig. 2 fertig. Auf. Ich wackel mit dem Kopf, mir nach. Du musst noch die Knifte in die Hand nehmen. Gutes Argument. Waffe in die Hand, soll helfen bei Feinkontakt. Na, wieso will jetzt nicht auf Marsch wechseln? Jetzt. Tschüss, Marsch. Dicky, du hast die Kniffe schon wieder im Anschlag, braucht man nicht im Moment. Gib noch Stamina. Jetzt kommen wir über den Hügel und kriegen direkt einen Schuss ab. Das ist der Plan, dann. Jawohl. Jo. So, wir haben gleich den ersten Einsatz. Bei 3-3 brauchen wir eine Naht. Platz vorerkannt. Moment, ich glaube, wir haben uns irgendwo voll dran. Halt erstmal. Richtung 205, 80 Meter. Wir hinken 50 Meter hinterher, wir sind gleich da. Das Spiel versehentlich, Banks sind hierher gelaufen, alte Gewohnheit. Positionieren mit ihrem MG und dann gucken wir, dass wir hier den besten Weg mit Sicherung hoch auf Hilltop kriegen. Ihr als erstes Element. Ja? Jo. Gut. Dann wartet hier noch kurz, bis Thunder One da vorne einschlägt und dann könnt ihr los. Alles klar. Gut. Dann brief deine Jungs nochmal. Geht gleich los. Jack. Post. Karte. Alle sammeln um die Karte herum. Siehst du den Bogen? Ja. Den sehe ich. Genau, da gehen wir erstmal hin, Stellung und dann auf Hilltop. Also das wäre jetzt erstmal gut, wie schon der Straße folgen auf unserer Seite des Waldes, ja? Genau. Diesen gelben Bogen. Hast du denn das geschafft? Alles klar. Kannst du es nochmal kurz erklären? Ich bin gerade erst auf die Karte gekommen. Wir sind gerade bei 3-2, richtig? Ja. Wir sind bei 3-2 und gehen dann gleich den Bogen, der zum Marker 3-1 führt. Soll ich dann mal eine Hand hier drüber schießen? Ne? Von mir aus mehr gerne, ich weiß nicht, was mit Habt ihr alle auf der Karte gesehen, wo es hingeht? Ja. Jay, Hand hier.
Dann nehme ich sie wieder auf. Ich hab 3. Vielleicht beißt sie allein Schritt zurück und runter von der Karte. Sieht gut aus. Smoky? Das? Ja? Haben die ja, ich hab 3 dabei. 3, ja. Ich kann mal Pips fragen, wenn wir vorne sind. Oh, bevor wir jetzt hingehen, bist du vielleicht los schon mal... Los geht's, Post, los geht's. 3-1, los geht's. Bravo hinterher. Ich lade sie mal schon mal, ich bin nochmal weiter weg. Ja, ihr Mann gehört. So geht. Da geht, Druck geht. Marsch, Marsch oder Marsch? Marsch, Marsch. Raffen wir erstmal unten lassen, dass der Sammel dann nicht rausgeht und Marsch, Marsch. Check. Ja, Orly, Ziel richtig. Bildende Maßnahmen machen wir zum allen. Ja, ich hab da nicht Zeit mit, das Deck auswickeln. Gebt sie ihn dreckig ins Gesicht. Nicht über die Straße, wie wir es gelernt haben, oder einfach über? Sprung drüber dann. Wir springen über die Straße. Beziehungsweise wir springen, sobald geschossen wird. Ihr wisst ja, wenn ich ausfalle, auf Kanal 3.1 wechseln, melden. Wenn auf 3.1 keiner antwortet, dann auf Kanal 16. Einfach rot von der Ausdauer. Sprung. Dann langsam Waffen hoch. Waffen jetzt hoch. Becky? Ja. Bleib mal mit Bravo hier an dem Stein in der Senke. Check, wir bleiben hier bei den Steinen und geben Deckung. Welche Richtung? Hügel hoch. Check. Legt euch gut ab, dass ihr auflegen könnt, dass ihr euch mit der C-Taste fixieren könnt, dann habt ihr einen präzisen Schuss. Wo ist denn hier ein Deser? Bei Alpha, der ist... Ja, ich seh's, ich seh's. Du kannst mit Bravo nachziehen. Check. Wir ziehen nach. Wir machen das im Marsch, Marsch. Hier nach.
Smoky, sollen wir weiterziehen? Ne, warte erstmal. Wir warten auf 3-2 und dann gehen wir weiter. Ruby, du bleibst bei mir hier rechts. Dicky, du suchst dir dahinter den Baum eine Stellung. Ja, viel kann ich von hier nicht sehen. Ich sehe nur den. Also, wenn er über den Hügel drüber ist, dann sehe ich. Ja, sehr viel mehr sehe ich auch nicht. Ja. Wir warten hier. Zur Erklärung, wir warten noch darauf, dass 3-2 aufschließt und wir praktisch mit Sectionstärke da oben reingehen. Oh, Able 6 und Able 3-4 schließen sich auch an. 8 hoch, Offizier. Kreuze. Vor mir anschließen. Kniffen lassen wir mal dabei oben. Langsam und Waffen hoch. Ja. Warum hinter Alpha? Wenn die oben sind oder beziehungsweise mit ein bisschen Abstand, kannst du direkt hinterher. Kreuze. Ja, die Bravo hinterher. Suboptimal. Sag dir mal, dass ihr Kreuze. Noch mehr Kreuze. Wir waren zu schnell, weil Apuva uns versprochen hat, dass es da oben haben, wie es gibt. Kreuze. Die sind jetzt Matsch. Kreuze. Nee, toll. Wir hätten hinten rumgehen können, aber das hätte ja jeder gekonnt. Ne, im Ernst, ich dachte, die gehen rechts hoch und auf einmal sind die alle links. Wir schließen mal ein bisschen auf. Lautstück auf ein Viertel runter. Oh, wartet mal. Gib mir mal Deckung. Ich hab doch einen Drahtschneider. Mhm. Alles klar, Alpha, ihr habt den Mann gehört. Kriegt Deckung. Kommt mal vor. Ruby, du deckst nach links. Dicky, du suchst eine schöne Stellung. Einer der ersten Versionen für Arma 2 noch. Ist einfach dann der Zaun umgefallen. Da war dann kein Loch im Zaun, sondern der Zaun war einfach weg. Bravo, so, Deckung. Links. Alpha springt rein. Stein hinten links von euch. Wir geben Deckung, sucht euch Stellung, dass ihr Alpha überwachen könnt. Sieht ganz schön tot aus. Mit Positionierung rechts von Alpha. Alter Schwede. Ja, jetzt. Ja. Hier hat die Artillerie gewütet. Brauchen wir einen Drahtschneider? Ich habe meinen Drahtschneider. Ah, hat auch Smoky schon gemacht. Achso. Wir haben hier links einen Eingang in die erste Halle. Stimmt, da könnte ja noch Feind drin sein. Seid ihr schon weiter vorgegangen? Wir sichern links am Hauptgebäude vorbei, 3-2 geht rein. Jetzt 3-4 hier rüber. Specki, jetzt guck mal den Turm hier an, ob da noch einer sitzt. Sollen wir nachziehen? 3-3, 3-6. Ja. Wir ziehen nach. Wir ah, sorry, vorhin nach. War ein bisschen viel los. Hast du Marsch, Waffen hoch. Sobald wir drin sind, sehen wir uns den Turm an. Wir gehen Richtung Turm. Verstärkt, wir sichern den Durchgang zwischen den Hallen. Um den Turm zu sichern, müssen wir erstmal unten in den Stockwerk rein. Ist das so in Ordnung? Specki vor dem Turm vorbei, dann unten zu den zur Alpha und dann hinter dir springen wir Alpha und nehmen das Backsteingebäude. Ich bin hinter dir, Ruben. Check, wir stehen am Eingang vom Backsteingebäude, dann können wir jetzt einfach reingehen, wenn es recht ist. Das falsche Backsteingebäude. Umdrehen. Wie viele Backsteingebäude gibt's hier denn? Ach, das da hinten.
Das da. Da geht 3-2 rein. Und da gehen wir rein. Du nimmst das nächste jetzt. Steggy, du sollst da vorne ran. Check mir Nachsprung. Achtung, rechts von dir Ruby, ist ein Fenster. Du, ja, gut beobachtet. Ruby, du bleibst als Dritter. Ich gehe vor. 3, 2, 1. Rechts, Tür. Wir gehen geradeaus weiter. Ruby, du sicherst nach hinten. Die Tür ist ein Fake, da kommt man nicht durch. Dirki, Dicky, du gehst vor. Du stehst schon, ich habe gesichert. So. Was von links? Sichere das Fenster. Ruby, du gehst hinter Dirk, Dicky her. Ich sichere den Raum übers Fenster. Yep, check, ich bin hinter dir. Ready? Jupp. Yep. Hier rein. Tür links. Zieh nach. Ich gehe voran. Links sicher, rechts sicher, ihr geht rechts rum. Ich scanne in die Tür rein. Alles sauber, ich gehe voran. Rechts rein. Parterre geklärt, sauber alles. So, jetzt gehen wir aber runter auf Marsch. Die Rennerei hat ein Ende. Alpha ist jetzt einmal um die Lagerhalle rum. Wir haben hier im äußersten Nordwesten noch Samstagstellungen gefunden. Die schauen wir uns mal an, nicht dass du noch einen rumkommst. Check. Jackie, Bravo, außen sammeln und zur Alpha ausschließen. Check, Oscar Mike. Wir gehen zur Alpha. Alpha jetzt fertig mit seiner Runde, hier ist alles sauber. Genau, wartet mal an dem Eck. Ja, genau hin. Wir gehen, gib mir hier in Sicherung, sagt der Heißen, sollen hier warten. Galt das für uns, dass wir hier warten? Nochmal Specki, war gerade ein Telefon. Hast du uns befohlen, hier zu warten an der Ecke? Nee, Alpha, kommt ihr zu uns. Ich sehe hier nirgends einen Ausgang. Wir suchen gerade noch einen Ausgang in die Waldzäune. Ah, sehr schön. Marsch, Marsch. Sorry. Dreckig, Trompet. Becke, du musst nicht raus aus dem Gelände. Drin innerhalb vom Gelände. Wieder zurück, die sind innen hinterm Zaun, das ist ja ein Scheiß. Oscar Mike. Wir gehen durchs Haus durch. Ist, das ist das zweitschönste Haus, was ich auf dieser Karte bisher gesehen habe. Wow. Zaun hat mich verwirrt. Sucht euch eine Sicherung oder macht euch alles. Bin ich eigentlich der Einzige, der das witzig findet, dass Specki und Dicky in einem Team sind? Noch besser wäre nur noch, wenn Cheese, Salt und Pepper in einem Team wären mit Specki.
Ich mach mal Torwache Richtung. Die Sicht ist ja scheiße. Hm. Wir können die Sicht aufmachen, damit man die Steine. Zeig mal Tor. Da unten Richtung Ost. Das ist nicht viel besser für das, was ich mir erhofft habe. Kommt mal mit, da haben wir noch eine zweite Steine, die besetzen wir mal. Richtung Ost. Digi, du gehst auf die andere Seite, Ruby und ich bleiben hier, wo ein bisschen mehr Deckung ist. Sicher Richtung Nord? Moment. Richtung Ost, am Zaun, hinter den Felsen, zwischen den Felsen. Ich glaube, wir können fast besser da vorne hin, oder? Ist das zu weit raus? Wir bleiben mal hier in Deckung, würde ich sagen. Smoky, ich habe dich so verstanden, dass wir innerhalb des Zaunes das Tor bewachen. Korrekt. Seid doch mal so gut und haltet die Augen offen. Ich muss mal mein Inventar ein bisschen durchräumen. Hier wäre Chaos pur. Check. Auf meine Position. Ich muss ihn berühren, damit er dich sehen kann. Oskar, Mike, ihr passt mal auf, ich gebe zum Chef. Jungs hier hin. Okay. Und Hauptsicherungsrichtung Richtung den Smoke da. Na, nicht ganz. Mehr links. Passt. Ich hol sie mal. 3-1. Kommt mal zum Tor raus und dann links mir entgegen. Wir haben eine neue Aufgabe, wir sollen ein bisschen in den Wald reingucken. Jawohl. Hat man in der letzten Mission da auch permanente Wind, oder? Oder was noch cool ist? Ich weiß nicht. So, wir machen uns jetzt hier breit und gucken, sagen wir mal, grob von hier bis zum Rauch, dass uns da nichts entgegenkommt. Ihr links und rechts. Ich geh mal kurz erkunden. Ich werde mal nachschauen, aus welcher Richtung überhaupt mit Feind zu rechnen ist und wo Freunde sind. Richtung 290 auf 250 Meter sind eigene. Und etwas links davon auf 100 Meter ist Smoky. Den wollen wir nicht totschießen.
Also noch nicht. Alpha auf meine Position vor. Ja, 8 Meter würde aber dann passen, 8 Meter. Klappt. Position erkannt, Alpha aus Kamek. Gegenüber den Ausgang, den Strecki vorhin gefunden hat. Check. Frage, was befindet sich in dem gelb eingekreisten Gebiet? Meinst du bei 3-3? Genau. Das ist unsere Blocking Position. Alles klar. Unser Squad-Leader guckt sich gerade die Blocking-Position an, die 3-3 schon im Einnehmen ist. Ich schätze mal, die wird uns bald hinterherrufen, aber noch kam kein Befehl. Also bist du sicher nur Richtung Norden? Genau, also eigentlich dürfte nur noch aus dem Norden was kommen, aber ein Teil von dem Gebiet ist noch nicht so ganz aufgeklärt. Naja. Dicky, du hast die Richtung 250-270 im Auge. Ruby, du hast die Richtung 270 bis, sagen wir mal, 310 im Auge. Da sehe ich eigentlich nur Bäume. Ja, dann machen wir es anders. Dann suchst du dir einfach eine Stellung, wo du mehr siehst. Specki, siehst du mich von da oben vor deinem Feldchen? Also da hinten bei 300, 310 habe ich auch schon eigene rumwuseln sehen, da hinten beim Richtung Rauch. Das ist eigentlich, ich sehe dich voll und klar, wenn du nach links guckst. Da ganz hinten irgendwo. Ja, jetzt sehe ich dich. Ich hätte mal in die Richtung mehr. Check. Ungefähr auf den Hügel, wo ich bin, auf den Hügel kam in die Richtung. Check, da guckt die G schon. Oh, Entschuldigung, war schon Kanal. Check, da guckt die G ohnehin schon hin. Passt. Ruby, komm ein bisschen rüber. Perfekt. Wir sichern stärker in die Richtung. Ja, check. Dicky, du kannst weiter links gucken, da wo dieser helle Hügel ist. Das sind doch auch schon eigene, wieso will er denn, dass wir da hinsichern? Naja. Also ihr müsstet hier fast okay, Specki, ihr könnt auch mit vor. Wir gehen vor, ich glaube er hat es kapiert. Oscar Mike. Trupp geht. Wie man sich schon wieder schaufeln hört. Specki, ihr könnt auch buddeln. Hauptsicherungsrichtung
passt. Okay, ich mache hier einen großen Graben und da helft ihr mir da mit zum Graben. Aber nicht weiter als der Baum, wo du gerade nicht bist. Das war der Plan. Also vor verlegen die Stellung, ne? Genau. Ja, so. Dann fangt man mit an, alle mitgraben. Wir haben vor uns eine eigene Einheit, die das ein bisschen sichern, also insofern kann uns jetzt nicht wirklich also in die Fresse rennen. Oder Smoke, wir haben doch eigene Einheiten vor uns. Also Richtung, wo ich euch gezeigt habe, nicht. Okay. Unten ist Alpha und auf der anderen Straßenseite Richtung 315 ist 33. Und wir haben noch 32 hinter uns als Backup. Okay, dann machen wir es anders. Dicky, du gehst in Sicherung. Such dir was Schönes, irgendeinen Stein oder so. Und guck einfach mal in die Richtung, wo Smoky vorhin gezeigt hat. Okay. Ruby, bist du da? Jupp, bin hinter dir am Graben. Wunderbar. Ich bin mal kurz AFK, eine Stange Goldwasser brechen und Fenster zumachen, es wird ja langsam schweinekalt. Ich lasse nach AFK weitergraben. Wenn was ist, keine Ahnung. Bis gleich. Jo. Report. Aber buddelt euch zu Ende. Jung, wo mache ich den Ace Report hin? Das ist ja jetzt mein erster. Hä? Moment. Scheiße, muss ich posten. Wieder da. Kann man auflegen? Ja, du hast bis zum Ende gegraben. Ich hab's gemerkt. Ich mach noch mal ein bisschen runter. Ja, das bringt nichts. Da muss ordentlich was weg. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch ein paar Gräben zusätzlich ausheben. Ich mach den hier ein bisschen niedriger. Moment mal, ich guck mal auf der Karte nach, wo wir noch einen Graben brauchen. Ich habe den Link mal für den Ace Report im 3.1-Channel bei Discord rein. Check. Achso, Specky, Ace Report dann. Jo. Ach, sind wir schon fast am Ende wieder. Tatsache. Da brauchen wir keinen zweiten Graben, ich denke, der reicht. Ruby, wenn du willst, kannst du ein bisschen mit wegtragen, bis wir ungefähr ein Fünftel oder ein Viertel abgetragen haben. Wie trage ich das ab? Einfach auf der Help Digging? Genau, und dann gibt es die Option Remove oder Dig oder Wegtragen, irgend sowas in der Art.
Hauptsache du schaufelst nicht das auf, was ich wegschaufel. Ja, ich glaube, so passt schon fast, oder? Ich schau mal hin. Na, Speck hier niedriger würde ich nicht machen. Ja, ich glaube, der ist schon fast zu niedrig. Mhm. Hier kann ich noch nicht auflegen. Schauen wir mal hier. Guck mal, hier ist glaube ich gut. Ne, da schieße ich auch noch ins in den Graben rein. Ne, da muss noch ein bisschen was weg. Ich glaube, du musst dich lauter machen. Ah, ich habe eine andere Idee. Ich grabe den zweiten großen Graben auf den Ich melde mich, wurde vom Hospital wieder entlassen. Alles klar. Hab ich irgendwas verpasst? Nö. Okay, sieht auch alle recht entspannt aus. Das freut mich. Und wie war's? Also ich bin gegen Gable 1 angelaufen und sagen wir so, ich glaube, die hatten heute eine ziemliche Beleidigung mit mir. Ich glaube, die hatten heute was gegen mich. Beim ersten guten Run habe ich zwei Squads komplett rausgenommen. Mit der mit einer Atory und Lucky war das. Und beim zweiten Run habe ich einen halb rausgenommen mit einem MG. Also. Sagen wir so, die mögen mich glaube ich nicht mehr. Aber die Waffen sind halt auch echt geil, also das muss ich sagen, die PKM, die geht halt durch. Geil, ne? Die PKM, die hat sich mal ein bisschen angetan, also. Vor allem das Geile ist ja bei der PKM die ganze Zeit auch aus der Hüfte feuern mit einem Schuss, du weißt, das tötet trotzdem. Das ist das Geile. Ja, schade. Schade, dass das am Ende mit dem Resupply nochmal passieren muss für euch. Sonst hättet ihr das zeitlich perfekt geschafft, dann wärt ihr ja durch gewesen. Stimmt, ja. Dann hättet ihr sogar noch das Objective bekommen. Schwecki, wieso würdest du einen zweiten? Damit ich mich draufstellen kann. Weil tatsächlich hat nicht viel gefehlt. Wäre 5 Minuten eher am Objective gewesen, hättet ihr noch den Rückzug mitbekommen. Okay. Kann hier überall auflegen. So, ich habe jetzt bei Bravo Medic überall die Zahlen eingetragen, die ich habe. Richtig? Moment, ich guck. Mike. Smoke wie machen wir Stick THD wieder? Kann ich dir den Ace-Report diktieren? Achso, warte. Sag einfach. Was willst du wissen? Ich hab den noch nie für ein Dings gemacht. Für ein AR. Gute. Zähle, Moment, da haben wir 3, 5. Okay, Frag, Smoke. 2, 2. Saline. Ein Hütter. Ja, mach ich. Ciao. Bandagen. 20 Packing. Da nächste Woche. Morphin, Painkiller, Tourniquet. Ich bin 3 Wochen nicht da. Tourniquet ist 4, ansonsten nichts. Bin ich Tobi. AD4? Nee. 0.
Gut, Ruby passt auch. Perfekt. Gut. Und dann haben wir's. Ich war doch gerade noch ein Stufeltier. Ja, ja. Hallo. Hi, hi, Post, wie geht's dir? Alles gut, wie geht's dir? Ja, ganz entspannt, ganz entspannt. Able 1 hasst mich jetzt offiziell. Das ist okay. Jeder hasst dich, Stufel. Ja, das ist positiv. Das ist positiv. An euch bin ich tatsächlich nicht rangekommen. An 3-3 bin ich rangekommen, an Pips, an Jay bin ich rangekommen, aber an euch nicht. Ist das jetzt für uns gut oder schlecht? Also, wenn du wüsstest, mit was die Gegner für Waffen schießen und wie krass eigentlich die Tarnung ist, dann sei zufrieden. Ja, ne, ich weiß das ja. Das ist ja das, was ich halt der ersten Mission sage. Kniet euch mal an den Wall, dann könnt ihr weiter quatschen und guckt mal Richtung Feind. Da oben auf dem Dach steht Jay und Pips. Auf Feind. Könnt ihr labern. Ja, war ganz lustig. Ey, als Zeus macht die Sicht immer wieder Spaß. Dass wir natürlich jetzt nichts mehr zu tun haben, liegt ein bisschen an mir, aber das tut mir leid. Und was sagst du, als Zeus hat man es leichter, uns aufzuklären, als wir die anderen? Nee, das ist genauso schwer. Aber ich glaube, die Tarnung macht da einen großen Unterschied. Weil als Zeus, du guckst ja zwangsläufig drauf, wo sind die anderen ungefähr. Aber ansonsten wäre das nicht, denke ich mal, wärst du ziemlich gleich. Also alles, was hinter dem Graben ist, ist zum Beispiel der Airborne besser. Siehst du 0. Deswegen. Aber hat's denn Spaß gemacht, wenigstens zu säusen? Ja, übelst. Also allein die Diskussion jetzt mit am Ende mit dem Rückzug von den Objectives, ne? Also was quasi, das habt ihr leicht verpasst bei Kilo. Also das ist halt, keine Ahnung, das war so ein geiles Bild von oben, wie da die kompletten roten Figuren rausziehen, teilweise aus dem Rückraum heraus, über so, ich sag mal, 20 Meter am verbündeten Squad vorbeigehen, ne? Das hatte schon was. Ja, nice, das klingt gut, ne? Ja. Dann auch jetzt am Ende noch die Fahrzeugsprengung. Ich hoffe, die hat man hier oben gehört. Ja, man hat mal eine Explosion gehört, aber da, also das ist jetzt da explizit nur um ein Fahrzeug ging, wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, waren aber vielleicht habe ich es hab auch nicht gehört, als die Info über die Online ging. Ja, das fetzt. Also es macht halt auch Spaß, dass man sagt, man ist jetzt wieder eine richtige Militäreinheit, weil da kannst du nämlich genau sowas machen. Solche groß angelegten Rückzugaktionen mit Auftrag als erfüllt. So ein Fahrzeug ist weggefahren, alles drum und dran. Etwas mal die zwei Objectives fallen, ziehen uns zurück. Heißt ja, da macht das mehr Spaß, da hast du mehr Gegenwehr und die Herausforderung ist größer. Das ist ja das, was am meisten fetzt. Ja, das auf jeden Fall. Ich wäre halt mal nicht böse drüber, wenn wir mal aus dem Wald rauskommen würden. Also ich habe mir die Map angeguckt, glaub mir, nein. Nee, auf der Map hier nicht so. Aber da auch betont wurde, dass es auf den Winter zugeht, habe ich die Vermutung, dass da noch eine in der Rückhand ist. Ja, kann sein. Kannst du dir doch angucken, sind drei. Einfach bei Arma in Editor. Ja, ich weiß nicht, also. Stimmt, klar, ich kann ins WhatsApp gucken. Aber ich kann sagen, übrigens, unsere Objective ist da laufen. Das Ding ist halt so, ich fühle mich in dem Wald. Liegt das jetzt daran, weil du auf Jüngere stehst? Achso, oh sorry, habe ich verwechselt. Ich dachte auf jüngere Kinder. Ich distanziere mich davon, ich habe es schon wieder laut gesagt. Toll, ich sehe schon wieder den nächsten Problem auf mich zukommen. Ja, mal gucken. Ich glaube, da wird jemand ausgeblendet. Aber ich denke mal, ich werde irgendwann in der Woche, wenn ich oben im Greifswald bin, mal auf entspannt zum Postpaket vorbeifahren. Mal ein paar Gläser hebe. Oder erklären wir die erstmal eine Milch hier oben. Alter, ja bitte!
Hey. Wir stufeln erstmal die nächstbeste Milf, Mann. Die Rostocker Milfs. Die riecht bestimmt nach Fischkutter unten. Ja, obwohl da wahrscheinlich deine Milf-Zielgruppe wahrscheinlich mittlerweile sich mit meiner Frauen-Zielgruppe auch sehr überschneidet. Alter, das ist doch positiv gesehen. Passt. Und so ein Teufelsdreier ist drin, ja? Ja, Teufelsdreier ist drin. Aber nicht in der Augenschau. Nichts schweißt bei Armer mehr zusammen, als wenn man mit seinem Kameraden Sex hatte. What? Wait a minute. Frage nicht. Also ich das muss auch zugeben, ne? Ich bin nicht ziemlich... Themenzeile geschah, ja. Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich glaube Zero hackt. Also ehrlich, was der heute schon wieder von mir geschluckt hat und nichts passiert ist, das ist unfassbar. Der hat ein Glück. Ich habe jeden einmal erwischt. Also ich hab mal als Zeus gegen Zero gespielt. Unglaublich. Ganz Able 2 hatte 60 Abschüsse, da davon hatte Zero 30. Der ja, hat das ist echt, ja, also der ist so schnell, das ist unfassbar. Und heute hätte ich einen Pass gehabt. Heute wäre er auch fast dran gewesen. Ey, das hättest du vor uns, das sah so geil aus, wie da die Leute sich zurückgezogen haben. Vor allem war der Rückzug auch richtig koordiniert. Das ist schade, dass ich davon eigentlich gar nichts so richtig mitbekommen habe. Haben die schön von oben, von Norden her nach unten gezogen. Ach stimmt, die sollten ja auf der Straße da entlang, ja. Ja, wir haben über eine Stunde auf Maniac gewartet, dass der hier auf die Radarschüssel eine Bombe wirft. Und dann ist nichts passiert. Alter, eigentlich. Oh, Entschuldigung, jetzt fertig. Ace, vergessen, Ace fertig zu sagen. Passiert. Ja, aber dieses einfache Sturmgewehr, ne, von diesen asiatischen Truppen. Das finde ich Arsch. Aber das Scope ist geil. Das Scope, das ist, naja, okay. Also, könnte ich auch mit einer anderen leben. Aber die PKM, also das ist ja eine Modwaffe, aber die hat's mir ja richtig angetan. Die hat so richtig, genau einen richtigen Ton, fühlt sich genau richtig an, wie es wäre eine richtige Waffe. Das ist ja echt brutal. Auslocken, weg von den Gräben. Auslocken. Auslocken, weg von den Gräben. Schau. Ihr habt den Mann gehört, auslocken, weg von den Gräben.